Hallo, hier ist die Dela. Bevor die aktuelle Folge losgeht, wollte ich euch einen kleinen Disclaimer vorneweg schicken. Wir werden in dieser Folge das Buch Dolores besprechen und da es in diesem Buch sehr deutlich um häusliche Gewalt, aber auch sexualisierte Gewalt und sexualisierte Gewalt gegen Kinder geht, dachte ich, es ist ganz sinnvoll, wenn ich euch da vorneweg ein bisschen warne. Und was ich dachte ebenfalls sinnvoll ist, ich wollte euch nur darauf hinweisen, es gibt die Seite hilfetelefon.de, die haben unter anderem eine Chatbetreuung, die haben unter anderem eben eine Notfalltelefonnummer und so weiter, falls ihr in irgendeiner Weise von häuslicher Gewalt betroffen seid oder sexueller Gewalt in der Hinsicht, dann haben die vielleicht für euch entweder eine Lösung oder zumindest ein offenes Ohr, dass ihr da nicht alleine seid mit eurer Situation und vielleicht sogar eine Perspektive seht, auf die ihr selber vielleicht so nicht kommen würdet. In diesem Sinne, passt bitte, bitte, bitte gut auf euch auf und wir hören uns dann in dieser Folge. Bis gleich, ciao! König. Bube. Dame. Gast. Der Stephen King Reread Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von König, Bube, Dame, Gast. Wir wollen heute mit euch die wahrscheinlich letzte normale, reguläre Folge dieses Jahres aufnehmen. Und wir haben uns dazu wieder mal den wundervollen Sönke eingeladen. Hallo Sönke. Hallo Dela, hallo Jungs. Außerdem sind wie immer dabei der ebenfalls wundervolle Jonas. Hallo Jonas. Hallo. Und der großartige Flo. Hallo Flo. Guten Abend. Ja, wir haben ja diesmal ein etwas lustiges Projekt vor der Nase, nämlich Dolores. Und ihr werdet merken, dass wir hier einen ziemlich einzigartigen Stil haben, den King, soweit ich weiß, bis jetzt nur zweimal verwendet hat. Deshalb wundert euch nicht, das Ganze ist ein ja recht durchgängiger, ununterbrochener Monolog, was allerdings für uns auch die ganze Sache etwas schwieriger zu besprechen macht. Wundert euch also deswegen nicht, falls wir etwas konfus sind, beziehungsweise nicht so richtig wissen, wie wir an die ganze Sache rangehen sollen. Aber ich denke, das findet sich im Verlauf der Folge. Sönke, hast du, seit du das letzte Mal da warst, irgendwelche neuen Projekte gestartet oder irgendwas, worüber du reden möchtest? Am 22. Dezember startet Podyssey. Werden die ersten drei Folgen rauskommen. Also sollte dann mit alles da sein. Und vom Rewrite-Podcast haben wir jetzt auch mittlerweile angefangen und sollten bei Folge 7 sein am 22. Dezember. Podyssey ist ein Kurzgeschichten-Podcast und Rewrite ist ein kreatives Schreiben Science-Fiction-Podcast. Okay, coole Sache. Wir werden euch beide Formate natürlich wie immer verlinken. Wenn ihr an solchen Sachen nicht nur bei Sönke, sondern bei allen unseren Gästen Interesse habt, dann guckt einfach mal auf unsere Seite Gäste des Hauses. Da seht ihr tatsächlich für jeden, wenn er den hat, ein Twitter-Handle und eben entsprechend, wenn es Formate oder irgendwelche Projekte gibt, auch den Link zu dem entsprechenden Format. Ja, gut, dann würde ich sagen, gehen wir doch gleich direkt in die ganze Sache rein. Und lieber Flo, du hast doch bestimmt eine zeitliche Einordnung. Ja, also wir hatten ja erst gehofft, dass Dela diesen Podcast so alleine als Monolog macht, aber sie wollte das dann doch nicht. Deswegen müssen wir heute alle wieder ran. Und ran musste auch King wieder, denn er hatte sich eigentlich vorgenommen, den Sommer 1991 freizunehmen. Ich meine, auch ein Star-Autor darf das mal machen. Er wollte dann im Herbst eben dieses Buch Dolores Claiborne schreiben. Da hatte er ja schon eine Idee für. Aber dann kam ihm das Spiel dazwischen. Er hat die Idee für dieses Buch gehabt und hat dann angefangen, diese beiden Bücher zu schreiben und auch miteinander zu verbinden. Und ja, was rausgekommen ist, ist ein Buch, das, wie Dela schon gesagt hat, wahrscheinlich eher ein bisschen konfus zu besprechen ist, aber ein Buch, das King zu seinen Lieblingsbüchern zählt. Er hat gesagt, ich übersetze jetzt mal so grob, ich versuche immer neue Wege zu finden, die Kreativität am Leben zu halten. Wenn man so viel Geld verdient hat wie ich, dann bekommt man die Angewohnheit, seine eingefahrenen Wege einfach nicht mehr verändern zu wollen. Man macht weiter wie immer. Ich will nicht in diese Falle rutschen.
Ich glaube, ich sage nicht zu viel, wenn ich sage, das hat er mit diesem Buch gemacht. Aber ob das für uns auch wirklich überzeugend geworden ist, das müssen wir heute dann mal ausgiebig diskutieren. Und Jonas hat jetzt die undankbare Aufgabe, uns zu erzählen, worum es denn geht. Ja, die Geschichte ist die Aufzeichnung einer Aussage bei der Polizei, bei der es um den Todesfall von Vera Donovan geht. Wir lesen nur die Worte von Dolores Claiborne und die Fragen und Anmerkungen der anderen Anwesenden sind nicht mit aufgezeichnet, sondern man bekommt nur mit, wenn Dolores quasi darauf reagiert. Dolores bestreitet, Vera getötet zu haben. Stattdessen gesteht sie den Mord an ihrem Mann und beginnt mit vielen Zeitsprüngen ihre Lebensgeschichte zu erzählen. Und ich habe mal versucht, die Ereignisse einigermaßen chronologisch zu ordnen. Dolores hat jung geheiratet, weil sie schwanger war. Noch vor der Hochzeit nimmt sie im zweiten Monat schwanger eine Stelle als Putzfrau bei den Donovans an. Ihr Mann Joe ist ja ein gewalttätiger Mensch, der nicht selten zu viel trinkt. Eines Tages treibt das so auf die Spitze, als er Dolores mit einem Holzscheit in den Rücken schlägt, sodass sie sich kaum noch bewegen kann. Sie rächt sich, indem sie ihm einen Milchkrug auf dem Schädel zerschlägt und ihm mit einem Beil in der Hand androht, Schlimmeres zu tun, wenn er sie noch einmal anrührt. Und ab da hält sich Joe im Zaum. Selina, die 14-jährige Tochter der beiden, hat die Szene mitbekommen. Ihr Vater tut ihr irgendwie leid und sie kümmert sich in der Folge liebevoll um ihn. Und der dankt es ihr, indem er Stimmung gegen ihre Mutter macht und ja sie in eine Missbrauchsspirale zieht. Dolores fallen Veränderungen in Selinas Verhalten auf und bekommt die Wahrheit irgendwann heraus und stellt Joe zur Rede. Der verspricht, es sein zu lassen, verhöhnt Dolores dabei, aber es gäbe noch mehr, das sie nicht wisse. Dieses Mehr ist, dass Joe die College-Sparbücher der Kinder geplündert hat. Und Dolores bemerkt das erst, als sie selbst die Sparbücher leeren und mit den Kindern fliehen will. In der Folge hat sie dann einen Zusammenbruch auf Arbeit in Anwesenheit ihrer Chefin. Und die beiden kommen ins Gespräch und Vera meint, es könnte ja auch passieren, dass Joe einen Unfall haben wird. Das lässt Dolores auch ein wenig anders über den Umstand denken, dass Veras Mann einen tödlichen Autounfall hatte. Ja, und dieser Gedanke reift in ihr und sie beschließt, Joe zu töten. Am Tag einer Sonnenfinsternis, bei der die meisten Einwohner auf diversen Veranstaltungen sind, gelingt es ihr, mit einem aufwendigen Plan ihren Mann in einen ausgetrockneten Brunnen zu werfen, in dem er letztendlich stirbt. Und trotz des Verdachts des Leichenbeschauers wird ihr der Tod Joes nicht vorgeworfen und als Unfall angesehen, auch wenn es immer wieder Gerüchte geben wird. Und auch Selina ist nicht ganz überzeugt von Dolores' Unschuld. Das Verhältnis der beiden wird nie wieder so richtig gut. Dolores wird in den nächsten Jahren Haushälterin und Gesellschafterin der älter werdenden Vera. Die erkrankt dann auch irgendwann an Demenz und wird bettlägerig. Das Verhältnis zwischen den beiden ist ja schwer zu beschreiben. Vera hat Phasen, in denen sie ja irgendwelche Staubflocken sieht, vor denen sie irgendwie Angst hat, die sie zu bedrohen scheinen, hat noch andere Wahnvorstellungen. Gibt dann auch Phasen, in denen Vera klar ist und dann, ist sie bei vollem Verstand und ja, fängt an mit Absicht, sich selbst, das gesamte Zimmer und das Bett mit ihrer eigenen Scheiße zu beschmutzen und um dann die Verwirrte zu spielen. Und dann eines Tages, nicht lange vor dieser Aussage, die wir hier lesen, stürzt Vera eine Treppe hinunter und ist schwer verletzt. Die ganze Geschichte hat einige Parallelen an Joes Tod und Dolores ja, merkt das quasi im Geschehen, dass da einiges parallel läuft. Vera bittet dann Dolores, sie von ihren Qualen zu erlösen und die geht dann in die Küche und holt ein steinernes Nudelholz, um das auch zu tun. Allerdings ist Vera bereits tot, als sie zurückkommt. In diesem Moment kommt der Postbote vorbei und erschrickt bei der Szene und verdächtigt Dolores des Mordes. Ja, sie bekommt dann auch in der Folge einige Drohanrufe.
Ein Anruf ist sie auch anderer Natur. Es ist Veras Anwalt und Finanzberater, der sie davon in Kenntnis setzt, dass Dolores als Alleinerbin etwa 30 Millionen Dollar zu erwarten hat. Mehr erfahren wir in dieser Aussage eigentlich auch nicht. Allerdings erfahren wir aus angehängten Zeitungsberichten, dass Dolores nicht angeklagt wurde. Und außerdem gab es eine anonyme Spende über 30 Millionen Dollar an ein Waisenhaus, für das auch Vera des Öfteren gespendet hat. So viel dazu. Wunderbar, vielen Dank dafür. Ja, ihr merkt, wie gesagt, es ist ein bisschen schwierig zusammenzufassen, weil eben Jonas jetzt chronologisch vorgegangen ist, wofür ich auch sehr bin. Allerdings innerhalb des Dialogs sind es halt tatsächlich die Gedanken einer aktuell in einer Verhörsituation befindlichen Frau. Und demzufolge springt da halt auch ab und zu der Gedankengang hin und her. Aber ich würde auch vorschlagen, wir halten uns einfach ein bisschen an die Chronologie in der Besprechung. Was haltet ihr davon? Finde ich sehr gut. Alles klar. Dann würde ich aber sagen, bevor wir richtig in die Handlung reingehen, würde ich tatsächlich mal über die Charaktere reden. Denn wir haben ja hier in diesem Buch das erste Mal tatsächlich mehrheitlich nur handelnde Frauen. Und wir wissen ja nun, King hat mit Frauenfiguren so seine Schwierigkeiten. Wie fandet ihr denn hier die Frauenrollen tatsächlich und die Tatsache, dass es sich hier fast um ein reines Frauenbuch handelt? Ja, ich glaube, das Buch markiert so einen kleinen Wendepunkt. Also es ist nicht nur, dass wir jetzt zum ersten Mal wirklich viele Frauenrollen haben und in meinen Augen auch wirklich reale Frauenrollen. Ich meine, nicht alle sind gut, aber ich kann mich doch in sie hineinversetzen. Ab hier macht er das, glaube ich, auch öfter, dass er starke weibliche Charaktere hat und nicht Abziehbilder wie schon ziemlich oft. Ja, es sind ja wirklich Charaktere, die ja mehr sind als nur eine Figur, die halt da ist. Und ja doch, also es ist mir jetzt nicht aufgefallen, dass es irgendwen groß gegeben hätte, der halt einfach als ganz normales Stereotyp da wäre und ja, oder ich sag mal, nicht eine Figur, die nicht richtig ausgeformt wäre. Sondern es sind halt als Figuren mit Berechtigung im Buch und nicht nur als Lückenfüller. Sönke, bei dir? Ja, also ich fand sie hervorragend. Und wenn das zeitlich mit dem Spiel zusammenpasst, dann da sind ja auch dann eine unglaublich starke Hauptfigur. Ja, ihr könnt das später ohne mich besprechen. Ja, also ich finde, das ist ein hervorragendes Buch und das Beste, das ich von King bisher gelesen habe. Was ich ganz interessant finde, und hier kommen wir schon wieder so ein bisschen in die ganze schwammige Geschichte rein, was ich interessant finde, ist nicht nur, dass wir hier wirklich mit den drei Charakteren Vera, Dolores und Selina vernünftige Frauenfiguren haben, sondern vor allem, dass wir hier auch Frauenbilder untereinander so signifikant haben. Denn wir haben zum Beispiel einmal diesen Zwiespalt zwischen Solidarität und gespielter Schadenfreude. Denn es gibt einerseits so Indien-Monolog-Momente, wo sich Dolores mit der jungen Stenografin unterhält. Wo die beiden eine sehr freundschaftliche Beziehung für so einen kurzen Moment aufbauen. Und der Rest, der eben während diesem Verhör da anwesend ist, sind halt Männer. Und man merkt während diesen Gesprächen zwischen Dolores und der Stenografin tatsächlich, dass zwischen den beiden eine Chemie vorherrscht, eben unter dem Aspekt die Erfahrungswelten einer Frau, an die ein Mann in dem Sinne so nicht rankommt. Das wird hier über das Beispiel gebracht, wegen Wäschewaschen im Winter und Aufhängen zu Zeiten, als man das eben alles noch manuell machen musste und das alles ganz schlimme Arbeit war. Aber das sind halt Dinge, an die sich zu der Zeit ein Mann nicht reindenken konnte, meistens. Und gleichzeitig gibt es aber eine Szene, wo geschrieben wird, wie Dolores in den Laden geht und blaue Flecke hat, diesmal aber tatsächlich nicht von ihrem Mann, sondern weil sie irgendwo dagegen gerannt ist. Und die Nachbarin sie ganz schlecht geschauspielert. Ja, Männer sind ja solche Scheusale und so weiter. Und man merkt aber, dass das erstens geheuchelt ist und dass sie sich zweitens mehr oder weniger voll darüber freut, dass
jemand anderem noch beschissener geht als ihr. Und diesen Zwiespalt fand ich eigentlich sehr toll, wie Frauen auch untereinander miteinander umgehen, dass wir uns das Leben auch unnötig untereinander schwer machen. Ja, stimmt. Das ist mir beim Lesen nicht aufgefallen, aber jetzt, wo du sagst, das ist schon eine Besonderheit von weiblichen Charakteren, die es vielleicht gerade zu der Zeit nicht gegeben hätte, weil halt Männer ja nicht quasi so einen Geheimcode brauchten oder halt nicht diese Erfahrung hatten. Genau. Wie fandet ihr denn so die Beschreibung von der Dorfgemeinschaft im Allgemeinen? Denn wir haben ja jetzt schon oft über Derry und über Castle Rock geredet und so weiter. Und ich muss sagen, obwohl das hier eben so ein Monolog ist und wir tatsächlich nur die Erfahrungen von Dolores kriegen, habe ich sehr viel Spaß an dieser Inselgemeinschaft gehabt und wie die beschrieben wird. Das ging mir auch so. Also man konnte sich richtig so diesen abgelegenen kleinen Ort, diese kleine Insel da vorstellen. Und die Bewohner, also man bekommt ja wirklich nur aus der Sicht von Dolores das alles mit, aber die Bewohner kamen mir, ich sag mal, so echt vor, wie es in Castle Rock war, in einer kleinen Stadt. Mhm. Zwar natürlich in viel, viel kleinerem Ausmaß. Aber ich bin froh, dass wir diese Insel noch öfter sehen werden. Oh ja. Also Little Tall Island ist ja auch in der Sturm des Jahrhunderts der Handlungsort. Und da wird ja auch Dolores erwähnt. Und zwar mit einem Satz, der natürlich jetzt auch hierzu gut passt. Das sagt nämlich der Bürgermeister zum Polizisten: Wir sollten ihn töten. Niemand bräuchte es zu erfahren. Was auf den Inseln vorgeht, geht nur die Inseln was an. Das war schon immer so und wird auch immer so sein. Wie bei Dolores Claiborne und dem, was sie bei der Sonnenfinsternis mit ihrem Mann gemacht hat. Mhm, genau. Ja. Das finde ich schön, so diese kleine verschworene Gemeinschaft. Das kommt gut rüber in dem Buch. Ja, und halt auch tatsächlich solche kleinen Details wie: Auf der einen Art, klar, haben sie ihr Drohbriefe geschickt, sowohl als das Ding mit ihrem Mann war, als auch später mit Vera. Okay, das ist innerhalb der Dorfgemeinschaft, gab es da einen Skandal. Aber es ist tatsächlich eben nie weitergetragen worden. Da ist niemand zur Polizei gegangen oder irgendwas und hat sich dort angeschissen. Sondern es wurde halt tatsächlich im Kleinen geklärt. Und was ich halt auch noch ganz cool fand, ist wirklich so die Sache: Man merkt, dass die sich alle untereinander kennen. Ich meine, Dolores ist jetzt kein junger Charakter und sie unterhält sich halt unter anderem mit dem Dorfpolizisten. Und da fällt halt der Satz: Du warst immer ein guter Junge, soweit Jungen überhaupt gut sein können. Aufrichtig und gerecht, meine ich. Und du bist ein anständiger Mann geworden. Aber lass dir das nicht zu Kopf steigen. Du bist groß geworden wie jeder andere Mann auch, mit einer Frau, die deine Sachen gewaschen und dir die Nase geputzt und dich umgedreht hat, wenn du dich in die falsche Richtung manövriert hattest. Also wirklich so dieses Gefühl, dass man diese Menschen seit seines Lebens kennt und ihre Schwächen kennt, ihre Stärken kennt und so weiter. Und das auf so einem begrenzten Rahmen so schön darzustellen, das fand ich klasse. Und das hat mir eigentlich an dem Buch am besten gefallen. Auf jeden Fall. Fürs Protokoll, du hast mir gerade mein Zitat vorweggenommen. Ich bitte um Verzeihung. Kannst du eins von mir haben? Ja. Schon gut. Ich fand mich ein bisschen erinnert. Wir hatten mal eine Geschichte, ich weiß den Namen nicht mehr, auch von der Insel, von der Frau, die noch nie auf dem Festland war und die dann auf dem Weg stirbt. Ja, so. Diese Kurzgeschichte. Die Meerenge. Genau. Genau. Da fand ich mich ein bisschen dran erinnert, halt durch dieses Insel-Setting. Und ansonsten fand ich was ein bisschen wie ein kleines Castle Rock, das ja auch sehr vom Tourismus lebt. Rund um den See mit den Sommergästen und so weiter. Ja, auf jeden Fall. Ja, zu der Szene wo sie mit dem blauen Fleck, der nicht von ihrem Mann ist, weil das ja nach dem Zeitpunkt ist, mit dem Hackebeil, nachdem er sie nicht mehr anfasst und laut seiner Aussage ist er da, oder laut Dolores Aussage über ihren Mann sagt er, dass er deswegen auch impotent geworden ist. Und er freut sich über diesen, dass diese andere Frau, oder sie sagt, die andere, ihr Mann hat sich darüber gefreut, weil dann konnte er mit etwas angeben bei seinen Kumpels. Ja, guck mal, wie schön ich meine Frau verdroschen habe. Ich fand das auch, also nicht das Verdreschen der Frau, sondern ich fand diese Szene sehr nett. Und das zeigt auch,
dass die alle ja die häusliche Gewalt, die auch zu diesem Zeitpunkt nicht legal gewesen sein kann, aber auch da geht niemand irgendwie zur Polizei. Also das wird alles zu Hause. Also zumindest das mit dem Legal ist, glaube ich, gerade in der Zeit schon schwierig. Also das kann durchaus noch in der Zeit gewesen sein, wo es legal war. Im Sinne von Disziplinierung und im Sinne von ehelichen Pflichten. Das kann es. Ja, ich bin nicht besonders fest mit weder deutschem Gesetz in dieser Art noch. Also ja gut, das kann sein, ja. Aber ich weiß, was du sagen willst. Ich bin da auch voll bei dir. Und vor allem halt auch die Tatsache, dass quasi Dolores, weil sie weiß, sie hat einfach ein leichteres Leben, wenn er bei seinen Kumpels mit sowas angeben kann, weil er dann wahrscheinlich auch ausstehlicher ist, als dass er sich noch mehr gedemütigt fühlt, dass sie das erstens nicht widerspricht und zweitens, ja, wie gesagt, sie lässt es halt einfach so stehen, beziehungsweise ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sie das tatsächlich, wenn es ihrer Situation förderlich wäre, sogar fördern würde, dass er da eben so tut, als wäre er der große Macker, solange er es halt in der Realität dann tatsächlich nicht ist. Ja, es ist, ich finde die Chemie zwischen ihr und ihrem Mann sehr toll, weil dass sie ihn dann töten will, das hat sie sich ganz genau überlegt und es hat ja auch diesen Grund, dass er sich an die Tochter ranmacht. Das ist der Grund. Mit allem anderen kommt sie gut klar. Wa? Mit seinem Trinken, mit seiner Impotenz und da hat sie auch Mitleid. Also da ist... Sie hat Mitleid wegen seiner Impotenz mit ihm und mit dem Trinken und er hat es ja auch schwer und alles. Aber dass er sich an die Tochter ranmacht, das ist eine rote Linie, das geht nicht. Und er müsste ja nicht unbedingt sterben, aber er müsste ihr schon das Geld geben und sie ziehen lassen. Und dass er sie nicht ziehen lässt, das ist das Problem. Ja, hätte er ihr einfach das Geld gelassen, hätte er nicht das, ja, es sind halt zwei Dinge, die er tut, die sie in diese Richtung bringen, weil das die einzige logische Möglichkeit ist. Und das erklärt sie auch ganz knallhart. Das finde ich fantastisch. Dann würde ich sagen, gehen wir richtig in die Handlung rein. Mhm. Darüber kommen wir ja da drauf. Ich habe gerade nachgeschaut. In den USA und in vielen anderen Ländern ist Gewalt in der Ehe tatsächlich erst von den 1990ern an bestraft worden. Ja. Genau. Gut, fangen wir tatsächlich damit an, wie sie eben in diese Ehe rutscht und so weiter und so fort. Denn das fand ich auch eine grandiose Begründung. Sie beschreibt es irgendwann als, er sagte, er liebte mich und auch das habe ich ihm geglaubt. Und nachdem er das gesagt und mich gefragt hatte, ob ich für ihn dasselbe empfände, schien die Höflichkeit zu verlangen, dass ich sage, ich täte es. Plus dazu halt die Schwangerschaft, was natürlich gerade zu damaligen Zeiten auch nochmal ein ganz anderes Ding war, von wegen uneheliche Schwangerschaft und so weiter. Das heißt, das ist eigentlich der Grund, weshalb sie sich tatsächlich mit ihm dann auch auf lange Sicht eingelassen hat. Sehr schön fand ich aber die Szene, als sie so beschreibt, weshalb sie sich ursprünglich überhaupt mal mit ihm eingelassen hat, nämlich einfach nur so ein Lächeln und wie ihm so eine Haarlocke ins Gesicht fällt. Und seien wir doch mal ehrlich, wir haben uns doch alle schon wegen dämlichen Dingen in Menschen verliebt, oder? Nee, so richtig nicht. Nein, ja. Aber ich finde das schon schön abgeklärt, aus so 40 Jahren Abstand auf so eine Jugendliebe zu gucken. So habe ich das empfunden. Ich fand das auch fantastisch. Und auch tatsächlich, dass diese Szene ihr ins Gedächtnis zurückkommt, als sie ihn eben... Also das kommt ihr ja kurz ins Gedächtnis, kurz bevor sie ihn umbringt. Weshalb sie sich überhaupt in ihn verliebt hat. Und dass zumindest dieser Punkt immer noch mal ganz kurz durchspricht. Dass sie immer noch nicht so abgeklärt ist, dass sie sich dafür verdammt, dass sie darauf in Anführungsstrichen reingefallen ist. Das fand ich sehr schön. Sie zeigt halt für mich relativ wenig bis gar keine Reue. Weder für ihre Entscheidungen, die sie da getroffen hat, noch für die Entscheidungen, die sie treffen wird, noch eben für den Mord selber. Geschweige denn für die Maßnahmen, die sie auch beruflich und so dann ergreifen musste. Sie weiß immer, warum sie X, Y und Z getan hat und sie tut es einfach, weil es nötig war in dem Moment. Und sie hat darüber überhaupt kein schlechtes Gewissen und das finde ich großartig. Weil normalerweise ist ja immer die Variante, die man oft so mitkriegt, ja, wieso ist mir das passiert, warum habe ich mich da reinfallen lassen und so weiter und so fort. Nein, sie weiß genau, warum das passiert ist. Und sie weiß, wie sie da wieder rauskommt. Das mag ich auch sehr an dieser Figur, diese Kompromisslosigkeit. Ich glaube auch, dass King den Namen nicht ganz ohne Grund gewählt hat.
Denn Dolores stammt aus dem Spanischen und heißt Schmerzen. Und das passt ja zu diesem Charakter wie die Faust aufs Auge. Schöner Wortwitz. Ja, ich finde es ganz toll, dass es so glaubhaft ist, weil im Grunde genommen als Autor ist es ja, passieren manchmal Dinge in Geschichten, die nur passieren, weil sie passieren müssen, um die Story voranzutreiben. Und wir haben hier enorm viele Dinge, die passieren, um die Story voranzutreiben, aber sie sind alle glaubhaft. Und das finde ich, und also erstmal, dass er das in diesem Monolog unterbringen kann, plus, dass wir ihr alles abkaufen, weil es einfach so hervorragend geschrieben ist. Ein Autor, der weniger gut gewesen wäre, hätte das total versauen können. Also diese Glaubhaftigkeit, diese Alternativlosigkeit des Charakters von Dolores ist fantastisch. Ah, ich verwende fantastisch heute sehr oft. Naja, und ich glaube halt tatsächlich, dass das auch, also niemand sagt, ihr sollt euren Mann umbringen, wenn er euch verdrischt. Spoiler. Sondern ich glaube tatsächlich, das ist auch ein, für eine Frau, die in so einer Situation ist, vielleicht sogar auch in jetziger Zeit, ein Modellbeispiel und ein Ding, wo du nach oben gucken kannst, wo du zu aufschauen kannst, eben, dass du dich nicht damit beschäftigst, wie dir das jetzt alles passieren konnte, auch wenn das auch wichtig ist, sondern dass du hauptsächlich deine Energie darauf verwendest, wie du aus dieser Situation wieder rauskommst. Und wie gesagt, bei ihr ist es halt weniger der Punkt, dass er sie verdrischt und dass er sich an der Tochter vergriffen hat, dass sie ihn umbringt. Das hätte sie ja alles noch irgendwo anders gelöst. Sie wollte ja in allererster Linie weg. Und erst als die Lösung, sie geht weg, nicht mehr zur Verfügung stand, musste sie zum Äußersten greifen. Aber generell sucht sie erstmal die konstruktive Lösung, statt sich eben in dieser Spirale aus Selbstschuldzuweisung und so weiter zu verlaufen. Was, glaube ich, tatsächlich viele Menschen machen. Verständlicherweise. Aber ich glaube, in der Hinsicht hat es tatsächlich mal einen wirklich starken Eindruck hinterlassen, der, glaube ich, auch bis heute noch funktioniert. Und ich finde es auch bemerkenswert, dass es ja nicht nur um das sie geht weg geht, weil ich glaube, selbst wenn sie das Geld gehabt hätte, wäre sie nicht weggegangen und hätte das Geld dann verbraucht zum Leben, sondern es ging darum, dass das Ausbildungsgeld der Kinder weg ist. Und dass sie weiß, okay, ich kann die vielleicht großziehen, aber ich kann ihnen keine ordentliche Ausbildung finanzieren. Genau. Und ja, quasi, dass sie, ja, dass es eben kein selbstsüchtiges, es wäre auch nicht richtig selbstsüchtig gewesen, aber dass halt, nicht um ihr eigenes Wohl geht, sondern um das der Kinder. Das finde ich auch ziemlich, das kann ziemlich gut rüber. Genau. Ja, wie gesagt, die Ehe entwickelt sich dann entsprechend, wie sie sich entwickelt. Wobei ich sagen muss, auch die anderen Aspekte in dieser Ehe fand ich ganz interessant. Dass er eben nicht nur zu Selina so ist, wie er ist und sie missbraucht, was ja auch erst im Laufe der Geschichte tatsächlich dann rauskommt, sondern dass eben auch die anderen Kinder mehr oder weniger unter ihm leiden. Einerseits der große Sohn, der sich vor seinem Papa schämt, dass er so ein, ich möchte mal sagen, Feingeist oder Feingeistiger ist, als Papa das gut heißen kann, der sich dafür schämt, dass er gute Leistungen in der Schule hat und so weiter. Und gleichzeitig der kleine Sohn, der eben ja seinem Papa voll nacheifert und der quasi die nächste Generation von schlechten Menschen wird. Also dass wir hier auch diesen Faktor drin haben, dass sich das tatsächlich auch über Generationen fortsetzt, wenn man nicht in irgendeiner Form tätig wird damit. Ja, das stimmt. Also da dachte ich auch, dieser kleine Junge, der dann sagt, ja, der und der ist ein Wichser, und die Mutter dann fragt, ja, weiß denn überhaupt, was ein Wichser ist? Und er das quasi nur einfach die Begriffe und das Verhalten von seinem Vater nachahmt, ohne zu wissen, warum oder welche Bedeutung überhaupt die Worte haben. Das war, also die Szene fand ich ziemlich eindrücklich, obwohl sie eigentlich nur so ein, ja, mehr oder weniger ein Nebensatz war. Genau. Wobei es hier tatsächlich dann noch dazu eine antisemitische Dimension hat. Also es ist, glaube ich, eine nicht Wichser oder sowas, das würde ich jetzt noch akzeptieren gehen, aber es ist, glaube ich, tatsächlich irgendeine Beschimpfung für Menschen jüdischen Glaubens, als den er ihn dann bezeichnet und da überhaupt keine Ahnung vom Kontext hat.
Nee, er hatte Wichser gesagt, das, okay. Das weiß ich wirklich. Also, also im Englischen, es ringt was bei mir, aber ich habe die Stelle jetzt auch, ich habe es in Englisch gehört, ich habe die Stelle nicht ganz im Kopf, aber ich glaubte auch, es war was Härteres als das. Und es kann auch zwei Szenen gewesen sein. Es gab ja mehrere Ort. Das kann sein. Darf ich dich fragen, wenn du es im Englischen gehört hast? Es ist ja im Deutschen schon recht anstrengend zu lesen, weil auch im Deutschen so ein bisschen Akzent reingebracht wird. In diesen ganzen Ausdruck, da kommen wir noch drauf. Aber im Englischen hat King das ja wirklich mit starkem Südstaaten-Akzent geschrieben. Er hat ganz viele Endungen verschluckt und ich habe, irgendwo habe ich in einer Kritik gelesen, hat jemand geschrieben, es liest sich so, als wäre der Autor in einen Großmarkt gegangen und hätte sich ganz viele Gs gekauft. Also ich fand's fantastisch. Also ich fand's, die Hörbuchfassung ist wirklich gut. Ich höre auch, wenn ich kann, so schnell wie möglich. Das heißt, in Deutsch höre ich 1,75-fach. Und ich habe das auch in zweifach gehört. Normalerweise gehe ich in Englisch nicht so hoch, weil man dann so viel verpasst. Aber das ist sehr gut. Und ja, es ist mit dem Akzent, aber ich hatte kein Problem damit. Auch mit der Verschleifung nicht. Da habe ich mit anderen Hörbüchern, anderen englischen Hörbüchern viel mehr Probleme. Das Schlimmste war für mich American Psycho. Da musste ich ganz langsam laufen lassen, damit ich alles mitbekomme. Aber Dolores, kein Problem. Aber auch hier muss ich sagen, die Tatsache, dass eben auch viele, sag mal, Dialektwörter oder sowas verwendet werden, hat für mich für die Weltgestaltung auch sehr viel geholfen. Eben, dass diese Insel sich so echt anfühlt. Das ging an mir irgendwie total vorbei, weil ich habe relativ spät angefangen mit dem Buch und habe es mir dann von Google Books vorlesen lassen. Scheinbar hat das ja automatisch die Sachen rausgerechnet und das in, ich sag mal, mehr oder weniger in Hochdeutsch verwandelt. Aber es hat dem Hörfluss keinen Abbruch getan. Es kann auch sein, dass es nicht so übersetzt worden ist. Es ist nicht so, so hart übersetzt, sage ich mal. Also man kann natürlich diesen amerikanischen Süden diesen Akzent nicht im Deutschen so wiedergeben. Ich gebe Dela recht, dass es ja die Welt glaubhafter macht und die Geschichte, es passt gut rein. Ich fand es beim Lesen aber doch recht anstrengend, zeitweise. Gerade wenn man mal irgendwann zwischendrin Pause gemacht hat und versucht, wieder in das Buch reinzukommen, so nach einer Zeit bemerkt man es nicht mehr so, aber am Anfang hat mich das unheimlich gestört im Lesefluss. Ja, also ich kann das nachvollziehen, was du meinst, auf jeden Fall. Bloß ich glaube halt tatsächlich, ich meine, Dolores kommt jetzt auch nicht aus einer Schicht, wo man, ich sag mal, die Entsprechung des Hochdeutschen hätte. Von daher ergibt es für mich schon Sinn, da wir es ja auch wirklich nur aus ihrer Sicht lesen. Glaube ich, ist das ganz passend, dass man eben ab und zu diese Stilbrüche und diese Dialektdinge drin hat in der ganzen Geschichte. Aber natürlich ist auf lange Sicht dann durchaus ab und zu mal ermüdend. Da bin ich komplett bei dir. Da will ich aber gleich, wo wir über den Soziolekt und über die Schichten und so weiter reden. Das ist tatsächlich so ein bisschen was, ich will nicht sagen, was mich stört, aber was ich halt mir hätte besser vorstellen können. Denn es ist halt hier wieder die klassische untere Mittelschicht bis Unterschicht Frau, die eben die häusliche Gewalt erlebt und so weiter. Für mich wäre das Buch noch mal interessanter gewesen, aber gut, das ist auch moderne Sicht von heute. Wenn wir tatsächlich das andersrum gehabt hätten, dass zum Beispiel Vera von ihrem Mann missbraucht, geschlagen oder was auch immer wird. Und die beiden sich dann zusammentun, dass also quasi Dolores ihre Komplizin wird oder sowas. Weil so propagieren wir natürlich wie immer nur das Bild, ja, Gewalt gegen Frauen und derartige Dinge ist halt ein Unterschichtenproblem und das ist Blödsinn, das ist einfach Fakt. Ich verstehe, dass es so ist und das haben wir ja bei King auch, aber es sind bei King eben immer die Unterschichtenfamilien, bei denen das durchbricht. Wir haben das ja bei Cujo schon. Da haben wir eben die junge Frau des Werbeagenturmenschen. Der geht's ja prima, die ist halt nur gelangweilt. Und die, in Anführungsstrichen, Farmersfrau, die ist halt diejenige, die verdroschen wird. Hier wieder genauso. Es ist wieder nur die Frau aus der Unterschicht, die verdroschen wird.
Vera hat es auch nicht leicht mit ihrem Mann, aber er geht halt in Anführungsstrichen nur fremd, weshalb sie sich zur Wehr setzt. Das ist das Einzige, was mir ein kleines bisschen einen komischen Nachgeschmack gemacht hat. Ja, schon. Aber vielleicht ist es auch nur das, was Vera an Dolores weitergibt oder das, was Dolores dann anschließend erzählt. Weil es gibt quasi in dieser Erzählstruktur bis von dem, was geschehen ist, bis es beim Leser ankommt, so viele unzuverlässige Erzähler gibt, dass man da viel vermuten Spielraum kann. Spielraum hat. Ja, das stimmt. Genau, also vielleicht hatte oder ist er nicht nur fremdgegangen, sondern hat sie auch geschlagen. Das weiß man halt nicht. Mhm. Ja. Und dann schätze ich, wäre auch nicht so ein, als ob sie es Dolores sagen würde. Das ist richtig, also auf jeden Fall. Aber ihr versteht den Grundgedanken. Ja, ich verstehe das. Ich glaube, es ist ja in Geralt's Game oder im Spiel ist ja auch eine Art von Gewalt drin. Das besprecht ihr in einer anderen Folge. Ihr habt ja gerade besprochen, in einer kleinen Stadt, Needful Things, die Frau mit den Puppen, wo der Mann mit diesem so fasziniert ist von dem Spiel, schlägt er die nicht auch? Also ich hatte das Gefühl, dass da Gewalt ist. Ja, und ist das doch das nicht Unterschicht in dem Fall? Das stimmt, ja. Hast du recht. Ist ein guter Punkt, Basta. Genau. Also das Buch beginnt mit einer Widmung an seine Mutter. Und ich habe so in mehreren Kritiken gelesen, dass Dolores vielleicht ein Stand-in wirklich für Kings Mutter sein könnte. Mhm. Weil wir hatten das ja am Anfang des Podcasts öfter mal als Thema, dass Kings Vater die Familie einfach verlassen hat, als er noch ziemlich jung war und die Mutter die Kinder allein großgezogen hat und auch dann die Großmutter gepflegt hat und so weiter, und dann, dass sie da gelebt haben. Dass King diesen starken Frauencharakter tatsächlich an seine Mutter angelegt hat. Und das finde ich, wenn man sich seine Geschichte anguckt, jetzt gar nicht so unplausibel. Auf jeden Fall. Kann ich gut akzeptieren, ja. Ich habe mich bei dem ältesten Sohn von Dolores an den Anführercharakter von S, der später Schriftsteller wird, erinnert gefühlt. Da dachte ich, oh, das ist die Figur aus dem Buch. Also er ist sehr, sehr schlagfertig, kommt sehr nach seiner Mutter. Ich glaube, er wird Politiker später, aber hat auch irgendwie schriftstellerische Ambitionen ein bisschen. Ja, könnte so ein Stand-in für King selbst als junger, aufstrebender Person sein. Eine Dankbarkeit zu seiner Mutter. Auf jeden Fall. Ja, also wie gesagt, das kann ich gut akzeptieren. Gut, die Geschichte geht dann weiter. Wie gesagt, das erste Kind ist unterwegs, nachdem sie verheiratet sind. Sie merkt recht schnell, dass die Ehe nicht so berühmt ist, wie sie gerne in Märchen dargestellt wird. Und sie muss halt nebenbei Geld verdienen. Hat sie auch grundsätzlich kein Problem damit, alles gut. Und sie lernt dann halt Vera kennen. Vera ist eine recht wohlhabende Frau, die eben eigentlich zu den Sommergästen gehört, die aber dann letzten Endes, spätestens nach dem Tod ihres Mannes, eben dauerhaft auf der Insel bleibt. Was ja an sich schon recht ungewöhnlich ist. Und was ich hier ganz schön fand, war eben tatsächlich auch die Chemie zwischen den beiden, schon von Anfang an. Dass eben Vera einerseits weiß, die Frau ist nicht nur da, weil sie jetzt zu ihrem großen Wohlstand noch 3 Pfennig mehr haben will, damit sie sich eine neue Gucci-Tasche kaufen kann, sondern die arbeitet hart, die weiß auch, was sie tut, die hält sich an die entsprechenden Regeln und ja, wir brauchen uns gegenseitig und wir können uns gegenseitig helfen und so weiter. Das ist ein sehr zwiespältiges Verhältnis, weil einerseits hat Vera natürlich so herablassende Momente, aber gleichzeitig ist es so eine stillschweigende Übereinkunft. Und das fand ich eigentlich ganz hübsch, gerade eben unter diesem Klassenaspekt zu sehen. Ja, es gab quasi, oder wäre entwickelt, eine Art Respekt für Dolores, den sie nicht offen zeigen kann und darf, aufgrund dieser Klassendünkel, aber den sie eindeutig empfindet. Und was mir auch sehr im Gedächtnis geblieben ist, ist, die Szene, wo sie sagte,
Nennen Sie mich Vera. Es ist meine Angewohnheit, dass Frauen, die auf meinem Bett einen hysterischen Anfall hatten, mich beim Vornamen nennen dürfen. Das war so, wo man merkt, okay, die hat wirklich was übrig für Dolores. Ja, und Dolores ist auch die Einzige, die länger bleibt. Weil Vera extrem, also als Chefin, unerträglich eigentlich ist und nur Dolores kann damit arbeiten. Was ich halt auch schön finde, ist, dass tatsächlich Dolores sich auch einmischt bei den anderen. Also wenn Vera jetzt zu den anderen Mädchen, die bei ihr arbeiten, grausam ist tatsächlich, ja teilweise, dass sie eben nicht aus Angst, ihren Job zu verlieren, die Fresse hält, sondern dann tatsächlich zu Vera hingeht und sagt, pass auf, du bist eine Arschkuh, das geht so nicht, das ist scheiße. Und das fände ich auch sehr klasse, dass sie sich eben auch mit solchen Sachen den Respekt verdient. Nicht nur mit ihrer harten Arbeit, sondern auch mit ihrer Solidarität anderen gegenüber. Ja, und das passt zu ihrem Charakter, weil sie, wenn sie Ungerechtigkeit sieht oder etwas, also wenn sie diese Erfordernis sieht zu handeln, dann handelt sie auch. Und sie akzeptiert auch, dass viele gehen, weil sie das nicht können, also weil sie nicht die richtige Anzahl an Pins benutzt haben oder irgendwelches Geschirr nicht anständig gespült haben. Ja, das akzeptiert sie. Die Fußmatte falsch rum. Ja. Genau. Aber wenn es nicht gerecht ist, das akzeptiert sie nicht. Ja. Genau. Naja, und dann, wie gesagt, kommt die Szene, sie wird zwar ab und zu mal verprügelt von ihrem Mann, aber das kann sie alles so... ja, wegtun für sie selber. Weil es wird ja auch geklärt, dass sie das aus ihrer eigenen Familie auch so kennt, dass ihre Mutter verdroschen worden ist und so weiter. Aber der Punkt ist dann erreicht, als eben ihr Mann ihr dieses Kantholz über die Nieren zieht, woraufhin sie sich tatsächlich kaum noch bewegen kann, was ihre Tochter nicht mitkriegt. Ihre Tochter kriegt nur mit, dass sie sich eben gerade nicht bücken kann und sie soll kurz helfen. Es kommt dann eben letzten Endes im Verlauf dieses Abends zu diesem Moment, dass Dolores jetzt beschließt, okay, das war jetzt einmal zu viel. Und ich glaube tatsächlich, dass der Moment auch wirklich der Auslöser war, dass die Tochter so halb was davon mitbekommen hat. Dass sie sich jetzt dagegen wehren muss, damit es ihrer Tochter in ihrer Ehe nicht auch so gehen wird. Seht ihr das ähnlich oder habe ich das überinterpretiert? Es ist zwar möglich, aber ich weiß nicht, ob man in diesem Moment so reflektiert sich das überlegt. Nein, man, das man nicht. Kann sich das eben vielleicht instinktiv oder im Nachhinein so sagen, okay, ich mache das, damit es meiner Tochter anders so geht, aber ich glaube, es ging in dem Moment erstmal, scheiße, ich will nie wieder solche Schmerzen haben. Ich glaube halt tatsächlich, mich zu erinnern, dass diese Szene auch tatsächlich so beschrieben wird. Weil in dem Moment, als das passiert, erinnert sie sich an die Szene mit ihrer Mutter. Zumindest jetzt und danach, wie gesagt, wir haben ja immer das Problem, wir haben einen unzuverlässigen Erzähler. Weil ja dieses Geständnis Jahre später stattfindet erst. Aber es wird im Buch so erklärt, dass sie während dieser oder kurz nach diesem Moment diese Erinnerung an ihre Mutter hat. Wie ihre Mutter mit einem Waschlappen über dem Gesicht in der Küche sitzt, heult und dann einfach weitermacht, unkommentiert. Und dass das dann quasi der ausschlaggebende Punkt wäre, dass Selina das nicht ähnlich geht, wenn sie das einfach so akzeptiert. Ja, okay. Ich hab's halt so verstanden, dass sie diese Erfahrung von ihrer Mutter einstreut, um zu erklären, warum sie das überhaupt so lange hat über sich ergehen lassen. Weil sie es halt nicht besser wusste. Die Verbindung zu der Tochter habe ich dann nicht gezogen. Okay. Naja, und es kommt dann dazu, wie gesagt, dass sie sich tatsächlich mit ihrem Mann anlegt. Er ist schon so ein bisschen angehuilt. Und sie haut ihm eben diesen Milchkrug auf den Kopf und bedroht ihn mit einer Axt. Und macht ihm klar, wenn du mich jemals wieder anpackst, endet das für dich böser als für mich. Fand ich eine starke Szene. Blöderweise kriegt diese Szene eben Selina mit, die ja nicht den ganzen Kontext dazu kennt. Weshalb eben Selina jetzt auf einmal diesen Mama ist ein Psycho-Effekt in sich trägt. Weshalb sie sich halt jetzt gezwungen sieht, Papa ein bisschen zu entlasten und lieb zu ihm zu sein und so weiter und so fort. Und natürlich auch eine gewisse Distanz zu ihrer Mutter entwickelt.
Und da muss ich sagen, das fand ich, also die Gedankenwelt von Selina, soweit man sie durch Dolores nachträgliche Betrachtung erklären konnte, fand ich derartig relatable, da konnte ich mich so gut reinversetzen, aus Gründen, dass das bei mir sehr, sehr gewirkt hat. Auf jeden Fall. Fandet ihr das nachvollziehbar? Auf jeden Fall. Ja, fand ich auch. Ich finde auch, dass es kommt später mal vor, dass sie auch, dass Dolores sagt, dass sie nicht glaubt, dass er von Anfang an vorhatte, irgendwas mit Selina zu machen, aber dass das sich daraus ergeben hat. Ja, er hat das dann, am Anfang war es, oh, irgendwas ist, da ist ein Streit zwischen den Eltern und der Vater ging schlechter draus hervor, also muss ich den ein bisschen aufbauen, und dann hat er das halt angezüchtet in ihr und ihr erzählt, wie schlimm die Mutter ist, und dadurch die Entfernung, hat er ein Keil zwischen Selina und die Mutter getrieben und näher an sich selber, und dann hat sich dadurch die Option für ihn ergeben. Und es war wahrscheinlich nicht, oder es wird so erzählt, als ob es nicht sein Plan gewesen ist, aber dann halt aus anderen. Also ich fand das sehr gut und sehr nachvollziehbar und sehr schlimm. Ja, vor allem halt, es wird für mich eine Verkettung von Umständen tatsächlich aufgemacht, dass eben diese Missbrauchsszene von Selina, die ja Gott sei Dank uns erspart bleibt, die ja nur quasi in ihrer Konsequenz dann erzählt wird, ich glaube tatsächlich, dass wir ja vorher diese Sache mit der Impotenz erfahren. Dass sich eben Joe durch diese Sache mit dem Hackbeil und mit dem Krug kastriert fühlt im Prinzip, oder eben nicht mehr als der Macker fühlt, der er gerne sein will, weshalb er bei Dolores impotent ist, weshalb er das jetzt beim nächst, in Anführungsstrichen, billigeren, leichter zu beeindruckenden Opfer machen kann, weil da fühlt er sich dann wieder als der große Macker und da kann er dann auf einmal wieder. Und gerade dieser Punkt und auch die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, für Dolores unter anderem, die ja dann quasi auch für sich denken muss, okay, nur weil ich das getan habe, ist meiner Tochter das passiert, sonst wäre das dazu nie gekommen. Das fand ich so real und so schlimm, dass das wirklich, ja, es fühlt sich einfach echt an. Und weil es sich echt anfühlt, ist es schlimm. Dem kann ich nur zustimmen. Es fühlt sich sehr echt an. Weil ich glaube tatsächlich, wäre da eben der Gedanke gewesen, okay, da war schon immer so komisch. Und die Wahrscheinlichkeit war eh da gewesen, dass er sie anfasst. Dann wäre das, glaube ich, auch in der moralischen Schiene für Dolores zwar genauso schlimm gewesen, aber auf einem ganz anderen Level nochmal schlimm gewesen. Aber dadurch, dass sie sich gleichzeitig dafür verantwortlich fühlen muss, gibt das dem Ganzen noch eine Ebene, die es echt noch einiges gruseliger macht. Ja, auf jeden Fall. Weil quasi sich für, wenn man sich selbst dafür verantwortlich macht, dass einem Kind sowas widerfährt, das, ich kann es mir nicht vorstellen, aber es fühlt sich nicht gut an. Mhm, genau. Was ich auch sehr schön fand, war tatsächlich das, also schön ist ein scheiß Wort, aber schön beschrieben, war tatsächlich, wie sich Selina anfängt zu verhalten. Eben, dass sie erst nur ihrer Mutter gegenüber distanziert wird, dann aber, dass sie sich immer weiter von allem aus der Welt distanziert. Dass sie anfängt, nur noch weite Klamotten zu tragen. Dass sie auch in der Schule sich von allem und jedem fernhält und so weiter und so fort. Und dass sie halt insgesamt völlig unter diesem eigenen Gewissensdruck zusammenbricht. Und ja, heftig, fand ich, sehr heftig. Aber sehr nachvollziehbar und sehr echt, auch das. Ja, fand ich sehr gut beschrieben, wie dieses, wie diese Verhaltensänderung ja nach und nach durchgekommen ist, weil es war ja halt nicht schlagartig, sondern so nach und nach und andere Klamotten, die ein bisschen weiter sind, die nicht sind und dann ja zurückgezogen, kommt später aus der Schule und klar, als Mutter macht man sich ja Gedanken, irgendwann, okay, was ist da los, Drogen oder sonst was, und doch, fand ich schön. Also, ja, schön, ja. Geschrieben. Gut geschrieben, sag ich mal so. So sehe ich das auch, wobei ich so bei meiner Recherche entdeckt habe, also es gibt wohl doch mehrere Leute, die sagen,
Ja, das hat er einfach so aus dem Handbuch, wie erkenne ich sexuellen Missbrauch, einfach abgeschrieben. Aber naja, es ist halt so. Also, ich finde es gut, ich finde es subtiler, als er so manch anderes bis jetzt gemacht hat. Ja, und vor allem, was ich halt daran gut finde, klar, wie gesagt, das ist das Klischee-Verhalten dafür. Ja. Andererseits musst du halt auch bedenken, ich meine, das ist ein Buch für die breite Öffentlichkeit. Und ich glaube, die breite Öffentlichkeit möchte über dieses Thema generell nicht nachdenken, geschweige denn über die Feinheiten dieser Thematiken. Und es ist zumindest schon mal Anfang, wenigstens das Klischeeverhalten zu zeigen. Weil das ist wenigstens ein Ansatz, besser als gar kein Ansatz. Versteht ihr, was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Und auch wenn er das aus diesem Handbuch, wie erkenne ich sexuellen Missbrauch, geschrieben hat, dann ist es ja immerhin faktenbasiert. Weil die saugen sich das ja auch nicht aus den Fingern. Ja. Das ist besser als ist besser als Klischees. Ich fände es schlimmer, wenn er eine andere Version geschrieben hätte, für die er erst ersthändige Recherche hätte schreiben müssen. Also, ja, es ist vor allen Dingen sehr glaubhaft, wie es darüber gekommen ist. Ja, und vor allem, was ich auch noch sehr gut finde, ist tatsächlich dieses, also als die beiden dann dieses Gespräch auf dieser Fähre haben, was ich mir unglaublich unangenehm in jeder Hinsicht vorstelle, sowohl für Selina als auch für Dolores, als auch insgesamt. Die Szene hat mir sehr, sehr, ja, die hat sehr gut gewirkt auf mich. Aber vor allem die Tatsache, dass auch diese Gehirnwäsche, die Selina so hinter sich hat, von ihrem Papa, von wegen, ja, aber wenn du dem das jetzt sagst, dann wird das ja alles noch viel schlimmer und so weiter und so fort. Und gleichzeitig, dass sie von ihrer Mutter das Versprechen abnimmt, dass sie ihm nichts tut, weil sie eben voll daran glaubt, weil Papa es ihr so eingeredet hat, dass sie ihm schlicht und ergreifend den Kopf abhaut. Was ja dann letzten Endes, nachdem der Mord dann auch passiert ist, eben dazu führt, dass das Verhältnis von den beiden nie mehr so gekittet werden kann, wie es theoretisch gekittet werden könnte. Also die reine Verzweiflung in dieser Szene, dass du es nicht richtig machen kannst, weil wenn du entsprechend auf diese Tatsache reagierst, machst du es falsch, weil entweder kannst du damit deine Tochter noch weniger beschützen, oder du bringst sie noch dazu in den moralischen Zwiespalt, weil sie es dir gesagt hat, ist Papa was passiert. Das fand ich, wie gesagt, ziemlich heftig und ziemlich wahr. Ja, auch diese Psychospiele, wie man Kinder gegen den anderen Ehepartner aufbringt, das war doch sehr nachvollziehbar. Ja, und wie gesagt, vor allem, dass das halt auch auf lange Sicht, selbst wenn das Mädel erwachsen ist irgendwann, dass das nie an Relevanz verliert. Und das ist zum Beispiel das, was mich bei das Spiel, aber da werden wir dann später drüber reden, eben so ein bisschen genervt hat, dass das in der Kindheit so abgehakt wird und dann als Trauma irgendwann mal wieder auftaucht. Aber hier ist es halt tatsächlich so, das ist eine Tatsache und diese Tatsache, egal wie man damit umgeht, wird immer irgendeine Spur hinterlassen. Und eine sehr deutliche Spur. Ja, das setzt sich fest und das nagt dann halt quasi ständig an jemanden. Das verändert halt die Sichtweise, vielleicht nicht bewusst, aber doch unterbewusst sehr. Es prägt die Persönlichkeit, kann man sagen. Ja, doch, das hast du sehr gut ausgedrückt. Das prägt die Persönlichkeit und die ganze Verhaltensweise. Gut. Naja, jedenfalls, Dolores hat das jetzt alles erfahren, stellt ihren Mann zur Rede. Auch hier das Gespräch, weiß ich nicht, wie ich das Gespräch zwischen den beiden finde. Also, ich würde mir nie anmaßen, für diese Situation irgendeine Ansprache zu finden, um Gottes Willen. Aber ich glaube tatsächlich, dass sie das so selbstverständlich hinnimmt, dass er sie nach der Ansprache auch wirklich in Ruhe lassen wird. Das fand ich schwierig. Ich weiß nicht, ob ich mir das getraut hätte. Du meinst, dass sie es anspricht und dann einfach sagt, okay, du machst das nicht mehr, ich glaube dir. Ja, das. Und vor allem, wie gesagt, dass sie halt auch Selina, ja, die ist ja immer noch in diesem Haushalt. Und sie sagt ihm nicht, pass auf, ich pack jetzt meinen Scheiß und haue jetzt ab mitsamt den Kindern.
verstehst du, was ich meine? Sondern dass sie einfach sagt, okay, du machst das nie wieder, sonst tue ich dir was. Und damit ist das Ding durch. Und Selina muss trotzdem jeden Tag wieder in das Haus. Und ist ja auch mehrheitlich alleine, weil sie ja immer noch arbeiten ist. Ja, verstehe ich. Ich kann mir das nur dadurch schönreden, dass sie ja zum Teil wahrscheinlich wirtschaftlich abhängig ist von Joe. Oder vielleicht auch vom sozialen Druck. Das auf jeden Fall. Ich sag ja, also richtig machen kannst du in der Situation nichts, weil sie eben gar keine Möglichkeit hat, da irgendwie rauszukommen aus der Nummer. Aber was mich schon beruhigt hätte, wenn sie mit Selina dann wenigstens irgendwie eine Plan-B-Abmachung gemacht hätte oder irgendwas. Aber dass sie einfach sich nach die... Ja, okay, sie kennt den Mann seit, was weiß ich, 40 Jahren oder was. Und sie weiß, er ist im Herzen ein Feigling. Und er hat ja schon Angst vor ihr. Unter dem Aspekt kann ich es akzeptieren. Aber ansonsten fand ich das schwierig. Dass das einfach so als akzeptiert hingenommen wird. Er wird nachdem ich ihn erwischt habe, wird er es nie wieder machen. Ja, vielleicht kann man daraus auch einfach eine leichte, ich sag mal, Schwäche rauslesen, dass Dolores mit der Situation auch überfordert ist und keine anderen Handlungsmöglichkeiten erstmal sieht. Ja, das ist richtig, auf jeden Fall. Also ich hätte das so verstanden, dass sie schon den Plan hatte, ihn zu verlassen, dass sie aber erst sicherstellen musste, dass nichts... Ich hatte eine gewisse Erleichterung verstanden bei ihr, dass es noch nicht zu einem... dass es noch nicht so weit gegangen ist, dass sie Selina befragt hat, wie weit es gegangen ist. Genau. Und das ist etwa dann die Szene, die in dem Spiel vorkommt, das wird etwa so weit, wie es wahrscheinlich da gegangen ist. Wen das interessiert und wer die Szene in dem Buch vermisst, kann das im Spiel lesen. Und dann hatte ich schon das Gefühl, dass sie diese Idee hatte, dass sie gehen muss, dass sie aber Vorbereitungen dazu brauchte. Natürlich, aber gerade unter dem Aspekt verstehe ich es nicht, dass sie ihn jetzt darauf anspricht. Für mich wäre Weil es für ihr wichtiger war, es zu beenden. Und sie glaubte daran, also sie weiß ja, dass er durch sie so eingeschüchtert ist, dass er impotent wurde. Und sie musste sicherstellen, dass nichts passiert. Ja, ich kann dich nachvollziehen, das wäre eine andere Option gewesen, heimlich sich das Geld zu holen, Tochter irgendwie für ein paar Tage aus dem Weg zu einer Freundin zu schaffen oder so. Ich kann mir das so erklären, dass sie den sozialen Halt nicht hatte, die Tochter zu wem anders zu schicken. Oder wurde sie nicht irgendwie auch aus dem Weg geräumt ein bisschen? Ja. Dann ist es ja passiert. Nee, dann bin ich bei dir. Ich hätte es dann besser gefunden, wenn sie direkt das Geld geholt hätte, aber wenn sie es nicht gemacht hätte, hätte er nicht die Möglichkeit gehabt, das Geld aus dem Weg zu räumen. Also mir geht es nur darum, ich fand es halt schwierig, dass sie ihn direkt drauf anspricht, bevor sie einen Plan B hat. Und das Geld hat er am Tag vorher schon von der Bank geholt. Bevor sie angesprochen hat. Genau, einen Tag vorher. So sagt sie es zumindest. Ja. Ja, ist schwierig. Fand ich als ich es gelesen habe, fand ich es glaubhaft und ich kann immer noch damit klarkommen, kann aber auch verstehen, dass das jetzt nicht Best Course of Action, also die beste Vorgehensweise ist. Aber wie gesagt, also versteht mich nicht falsch, ich habe mich über diese Szene, ich habe darüber mit den Zähnen geknirscht, aber ich kann vollkommen verstehen, dass in der Akutsituation niemand, wirklich niemand, irgendwas richtig machen kann, weil eben der Überblick alleine schon fehlt über die Gesamtsituation und ich da niemanden verurteile, weil er irgendeine XY-Entscheidung trifft, sondern mir ist die Szene einfach nur, weil ich die ganze Zeit da saß, das ist gefährlich, was du machst, Mädel. Das ist ganz, ganz gefährlich. Das ist eigentlich der ganze Grund, weshalb ich das gerade so erwähnt habe. Aber ich mache da niemanden einen Vorwurf, würde ich da im echten Leben jemanden einen Vorwurf machen, noch in der Literatur, versteht ihr, wie ich meine? Ja, verstehe ich. Es ist halt eine Scheißsituation, in der man im Prinzip nichts richtig machen kann. Und ja, sie hat sich halt für die direkte Konfrontation entschieden, weil es vermutlich ihrem Naturell entspricht. Ja, ich habe es mir halt tatsächlich dadurch erklärt, dass sie fest davon überzeugt ist, der Mann ist ein Feigling und wenn ich ihn jetzt einmal erwischt habe, weiß er auch, dass er auf ganz dünnem Eis steht. Und das war jetzt die einzige akzeptable Ausrede, die sich für mich da erschlossen hat.
ja, da kann ich mich anschließen oder zumindest mitleben. Okay. Was ich allerdings wieder sehr nachvollziehbar fand, als sie dann tatsächlich rausfindet, dass das Geld weg ist, auch da, gerade zu damaligen Zeiten, ja, das kann ich nur voll vorstellen, dass das auf der Bank so abgelaufen ist, wie es abgelaufen ist. Und auch voll mit dieser Argumentation, die sie dann den Bankangestellten gegenüberbringt, von wegen, wenn ich das gleichermaßen gemacht hätte, wäre das Erste, was du gewesen getan hättest, meinen Mann anzurufen. Vollkommen glaubhaft. Kann ich 100%ig unterschreiben. Absolut. Ja. Würde ich teilweise sogar bis heute noch unterschreiben, wenn ihr mich fragt. Aber zweitens. Ja, gerade in so kleinen Gemeinschaften, sag ich mal, würde ich das heute auch noch so sehen. Naja gut, der Banker ist ja außerhalb. Der ist ja nicht auf der Insel. Ja, trotzdem gehört das zu dieser engen Gemeinschaft noch, würde ich dazu sagen, weil es sind ja wahrscheinlich alle Inselbewohner, die bei dieser Bank einfach dann sind, weil es gibt halt, auch wenn es nicht auf der Insel ist, diese eine Bank nur. Ja. Ich fand es auch recht einleuchtend, dass der Bankmensch sagt, okay, wir besprechen das nicht hier, geh mal ins Café, ich komme dann nach. Das fand ich auch doch einleuchtend, dass er sagt, okay, wenn ich Geschäftsgeheimnisse nicht ausplauder, dann mache ich das lieber außerhalb. Mhm. Naja, und dann kommt halt die Szene, als sie bei Werwa auf dem Bett sitzt und den hysterischen Anfall hat. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das kann ich voll nachvollziehen, wie sie eben die ganze Zeit versucht, ihre Arbeit und alles unter einen Hut zu bringen, und irgendwann ist einfach der Punkt erreicht, wo es nicht mehr geht, wo du einfach wirklich nicht mehr kannst. Und wenn du der beherrschteste Charakter auf der Welt bist, irgendwann ist der Punkt halt da. Und sehr schön fand ich tatsächlich die Reaktion von Werwa, wie sie eben da sitzt, sich das alles anhört, ohne irgendeine Form der Interaktion erstmal weiterhäkelt und dann nicht mit Mitleid reagiert, sondern konstruktiv reagiert. Also in dem Fall zwar destruktiv, aber konstruktiv. Versteht ihr, was ich meine? Das fand ich klasse. Ja, doch, das konnte ich mir sehr bildhaft vorstellen, wie diese Frau da sitzt und denkt, okay, mach mal, und dann, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte, aber doch, das war schön, wie diese ja schon aristokratisch wirkende Frau sagt, okay, bring erstmal deine Gefühle unter Kontrolle und dann suchen wir nach Lösungen. Und dann haben wir auch irgendwie eine Verbindung zueinander, weil ich habe meinen Mann ja auch beiseite geschafft, das kriegst du auch hin. Ja, und vor allem halt, ich glaube tatsächlich, wenn du einer Frau wie Dolores mit einem Mitleid entgegengekommen wärst, hätte es für sie denselben Effekt gehabt, wie eben diese Olle im Markt damals. Es wäre ihr wie Heuchelei vorgekommen. Und dass ihr eben genau dieses Mitleid nicht so entgegengebracht wurde, sondern einfach tatsächlich eine Lösung vorgeschlagen wird, ist, glaube ich, die einzige Methode, wie du ihr tatsächlich, erstens, wie du sie erreichen kannst und wie du ihr tatsächlich helfen kannst. Mhm. Ja. Und dann kommen wir zu der großen Sonnenfinsternis. Und hier müssen wir, glaube ich, mal ein kleines bisschen auf Werwa eingehen. Denn sie ist ja nicht nur das Biest, das sie ist, weil sie es einfach ist, sondern sie hat ja, wie gesagt, ihre eigenen Dämonen in sich. Denn wir erfahren, dass nach dem Tod ihres Mannes ihre Kinder mehr oder weniger nie mehr aufgetaucht sind, was sie sehr belastet. Und sie glaubt, wenn sie jetzt für diese Sonnenfinsternis eine große Party schmeißt, so suggeriert sie es zumindest allen, würden ihre Kinder vielleicht wieder auftauchen und dann könnte man zumindest diese Baustelle wieder beheben. Sie gibt also da eine große Party und so weiter und ist eben auch voll wieder, ich sag mal, ganz, ganz die Alte. Sie ist zwar zu dem Zeitpunkt noch nicht dement, aber sie ist halt da sehr im Schwung und macht und tut und so weiter. Eben unter diesem Aspekt, ihre Kinder kommen wieder. Das wird erst viel, viel später aufgelöst, aber das fand ich unter dem Aspekt auch eine sehr hübsche Szene. Ich glaube, es kommt auch öfter vor, dass sie sagt, ihre Kinder kommen vielleicht und sie bereitet dann irgendwas vor und dann kommen die Kinder doch nicht und dann ist sie enttäuscht. Und das alles spitzt sich dann genau bei diesem Riesending, dieser Riesensonnenfinsternis zu, wo dann so viele Vorbereitungen sind und bis zum Tag davor glauben alle, die Kinder kommen, und dann kommen sie doch nicht. Und dann kriegt sie
so Sonnenfinsternis-Sets auch an Dolores weiter. Ich glaube aber tatsächlich, und das ist, glaube ich, das Wichtige an der Szene, dieses, die Kinder kommen und so weiter, in den anderen Beispielen, ist, glaube ich, tatsächlich, um die anderen davon zu überzeugen, dass die Möglichkeit bestünde. Ich glaube aber tatsächlich, während dieser Sonnenfinsternis, und das sind wahrscheinlich schon die ersten Anzeichen dieser Demenz, dass sie tatsächlich auch wirklich selber dran glaubt, dass die Kinder wiederkommen. Ja, das sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Ja, nein, also ich denke, dass sie da tatsächlich schon erste Anzeichen von Demenz zeigt, schon eigentlich schon viel früher, wenn man genau aufpasst, aber dadurch, dass man die Geschichte ja nur so erzählt bekommt aus Dolores Sicht, fällt das, glaube ich, gar nicht so wirklich auf. Aber ich denke, dass das wirklich schon ein wichtiges Anzeichen ist und dass das, ja, ab da wird es, glaube ich, auch immer schlimmer. Genau. Ja. Sollten wir erwähnen, warum die Kinder nicht kommen? Oder wollen wir das später tun, wenn es chronologisch in der Zeit ist? Ich würde sagen, machen wir es jetzt. Also wir erfahren dann am Ende des Buches, als eben Vera schon am Sterben ist, dass die Kinder einerseits von der Sache wussten, dass wahrscheinlich Vera an dem Unfall ihres Mannes nicht unbeteiligt war. Und dass, so wie ich das verstanden habe, zumindest theoretisch im Raum gestanden hätte, dass die Kinder sie mit diesem Wissen erpressen wollten. Woraufhin sie ihnen jeweils ein Auto geschenkt hat, in dem sie dann beide zu Tode gekommen sind. Aber es wird halt so angedeutet, als hätte sie ihnen dieses Auto entgegen besseren Wissens geschenkt, um quasi, ich sag mal, als Schweigegeld das Ganze zu machen. Das heißt, die Kinder sind relativ kurz nach dem Tod des Mannes ebenfalls gestorben und keiner, wirklich keiner auf der Insel oder überhaupt wusste das, dass die Kinder tot sind. Genau, Vera hat ja sogar Lebensläufe für diese Kinder geschaffen. Also sie erzählt zum Beispiel, dass ihr Sohn Donald, der hat geheiratet und ist selbst Vater von zwei Kindern. Und Dolores glaubt das auch lange Zeit, dass das stimmt. Weil ja, Vera bringt das so rüber, als warum soll es nicht stimmen? Da merke ich schon, dass hinter dieser Frau doch einiges mehr steckt, als man so im ersten Moment denkt oder einen großen Teil des Buchs denkt. Ja, Dolores bekommt, glaube ich, auch erst nach dem Tod von Testament. Vera im, genau, bei dem Telefonat mit diesem Anwalt mit, dass es keine Kinder mehr gibt und dass sie deswegen Alleinerbin ist, weil sie ist ja erstmal sehr schockiert, warum denn die Kinder nichts bekommen. Genau. Doch, also, und ich habe auch bis dahin keine Anzeichen oder ich kam nicht auf die Idee, dass diese Kinder tot sein könnten. Ging mir ganz genauso. Also das war tatsächlich mal ein Kniff, der mich echt überrascht hat. Weil eben Vera so voll überzeugt ist und auch überzeugend ist. Aber wie gesagt, ich glaube gerade bei dieser Szene mit der Sonnenfinsternis, dass alle anderen Szenen vorher nur da waren, um andere davon zu überzeugen, dass es diese Kinder gibt. Und sie während der Sonnenfinsternis oder in der Vorbereitung dazu tatsächlich eben selbst in der Phase war, wo sie vergessen hat oder dran geglaubt hat, dass die Kinder tatsächlich wiederkommen. Ja, genau. So sehe ich das auch im Nachhinein, ja. Genau. Beim Lesen ist so direkt, ist das mir nicht aufgefallen, aber wenn man im Nachhinein nach diesem Twist darüber nachdenkt, scheint es wirklich so zu sein. Ja, und jetzt kommt die große, wichtige Sonnenfinsternis, in der Dolores eben den Rat, dass ihr Mann doch einen Unfall haben könnte, auch berücksichtigt. Alle anderen in der Insel sind eben entweder auf Laura's Party oder auf einer anderen Veranstaltung am anderen Ende des Dorfes, sag ich mal. Das heißt, sie sind recht ungestört. Sie kauft ihrem Mann eine Flasche Schnaps und ist erst ganz freundlich und unauffällig und so weiter, bis dann tatsächlich eben die Sonnenfinsternis in vollem Gange ist, woraufhin sie ihn so reizt, dass er ihr eben hinterherjagt. Sie behauptet, sie hätte das Geld wiederbekommen und hätte das Geld vergraben und lockt ihn eben damit zu diesem alten ausgetrockneten Brunnen in den Himbeersträuchern und so weiter und so fort und sorgt dann halt dafür, dass er da tatsächlich reinfällt. Sie lässt sich auch würgen, damit sie auch tatsächlich diese Kampfspuren an sich hat.
um eben später auch sagen zu können, ja, es gab einen Streit und daraufhin ist er halt abgehauen, besoffen wie er war. Er fällt dann in diesen Brunnen, ist aber nicht gleich tot, sondern versucht tatsächlich erst noch da rauszuklettern und so weiter und so fort. Wie ging's euch mit der Szene? Denn bei mir war die irgendwie schwierig. Ich bin nicht so richtig reingekommen. Also ich, wenn ich darf, möchte ich davor noch etwas sagen. Ich mochte die Szene, wie sie ihm seine Henkersmahlzeit gemacht hat. Ja. War da viel Liebe drin. Es ist ganz tolles Sandwich und ganz spezieller Alkohol, weil wenn du schon sterben musst, dann kannst du auch mit einem guten Essen und einem guten... Ja, also es war, ist notwendig und sie tut das nicht aus... Es ist einfach notwendig, dass er stirbt. Und diese Szene mit dem wieder hochklettern, und das fand ich, das ist für den Suspense-Value, das habe ich so schnell wie möglich hinter mich gebracht. Mir wäre es am besten gefallen, wenn er runtergefallen wäre und sofort tot wäre. Aber ich verstehe, warum er es so geschrieben hat. Mir hat es aber nicht gefallen. Mhm. Ja. Ich denke auch, die Szene ist vielleicht ein bisschen langgezogen. Das größte Problem, das ich tatsächlich hiermit habe, ist ja auch der große Kniff, oder nicht der große Kniff, aber der Kniff an dieser Geschichte, das einzige übersinnliche Element hier drin, diese Verbindung zu das Spiel. Und damit habe ich tatsächlich meine Probleme. Mhm. Weil das so aus dem Nichts kommt, es ist ja auch in das Spiel dann aus dem Nichts, die beiden sehen sich an, wer bist du, wird gefragt und dann ist es auch schon fast wieder vorbei. Das ist ziemlich merkwürdig, würde ich sagen, in diesem Moment. Ich meine, wenn man beide Bücher kennt und diesen Querverweis versteht, ist es nochmal ein bisschen besser. Aber ich weiß nicht, ob es das unbedingt gebraucht hätte. Ja, genau. In beiden Büchern. Hätte es das in beiden Büchern gebraucht? Ich glaube, es wären beide Bücher nicht ein Doll besser gewesen oder schlechter gewesen, hätte man in einem der Bücher die Sonnenfinsternis weggelassen. Beziehungsweise im Spiel. Ich weiß nicht was. Und auch diese Shining-Element. Dazu muss man aber auch sagen, also King hat ursprünglich überlegt, diese beiden Bücher, also Dolores und das Spiel, in einem Werk rauszubringen. Und es wäre besser gewesen. Das weiß ich auch nicht. Es wären ja wahrscheinlich dieselben Bücher damals gewesen. Und er hat auch immer wieder gesagt, er würde gerne ein drittes Buch schreiben, das zu dieser Sonnenfinsternis spielt. Weiß ich auch nicht, ob ich das unbedingt bräuchte. Also ja, Dolores ist halt schon ziemlich lang. Das finde ich ja das Faszinierendste, dass jemand diesen Monolog über ich weiß nicht wie viele Seiten durchhalten kann. Und das Spiel ist ja ganz, ganz anders geschrieben. Auch schön, aber anders. Und also das in einem Buch zusammengebracht, fände ich eher schrecklich als bin froh, dass es zwei verschiedene Bücher sind. Ja. Und ich hätte auch gut damit leben können, nicht, wobei ich das Spiel auch, gehört auch zu meinen Lieblingsbüchern oder zu den Büchern, die ich als positiv empfinde von King und ich also auf den guten Stapel lege. Aber es ist jetzt keine Dolores für mich. Du darfst mich gerne bei das Spiel vertreten. Da darfst du gerne die Dela spielen. Ich kann das Buch nämlich überhaupt nicht leiden. Ja, da kommen wir ein anderes Mal zu. Genau. Nein, aber ich bin auf jeden Fall bei euch. Also für mich hätte es dieses übersinnliche Ding auch nicht gebraucht. Aber ich habe allgemein mit der Szene eben tatsächlich so ein bisschen meine Schwierigkeiten gehabt, weil eben dieser ganze Suspense bei mir ziemlich verloren gegangen ist. Aber Sönke, du hattest gerade schon erwähnt, diese Henkersmahlzeit-Geschichte. Hattest du für dich den Eindruck, dass sie zu dem Moment noch hätte sich anders entscheiden können? Oder war das für dich schon zu dem Moment klar, dass sie das jetzt einfach in Liebe macht, vollkommen, aber dass sie nie davor dieser Entscheidung zurückschrecken würde? Ich hatte durch die ganze Vorgeschichte, die wir haben, hatte ich schon viele Seiten davor, war mir klar, dass sie nicht zurückschrecken würde. Das heißt, wenn sie sich etwas mal in den Kopf gesetzt hat, hat sie das bisher immer gemacht. Und das hat sie auch so über, also es war keine Frage. Schon als sie bei Vera weggegangen ist. Also da war klar, dass er sterben würde in einem Unfall für sie. Die war noch nicht klar, was das für ein Unfall ist. Dazu kamen sie dann später, aber es gab keine Möglichkeit für ihn, nicht mehr in einem Unfall zu sterben, seit dem Augenblick, als sie Vera verlassen hat. So sehe ich das. Mhm, okay. Ja gut, also dass das Ding mit dem Brunnen passiert, das war mir klar, weil das wird schon so ein bisschen foreshadowed, als sie mit Selina das Gespräch hat.
Aber ja, ich bin voll bei dir. Also mir ging es genauso. Ich war davon auch nicht überrascht. Nee, ich auch nicht. Vor allem, weil sie ja ganz am Anfang in diese Aussage sagt, ich habe zwar Vera nicht umgebracht, aber meinen Mann. Ja heißt, gut, jetzt denkst du wieder literarisch. Okay. Ich hatte halt das Wissen im Kopf und ich wusste, er stirbt. Die Frage war dann, okay, wie lang zieht sich das jetzt noch hin, bis er wirklich tot ist? Das Ergebnis kannte ich ja. Und das war so eine Szene, wo ich dachte, okay, das hätte es vielleicht nicht gebraucht, so lange. Andererseits, diese Frau scheint gerne zu erzählen, also warum denn nicht? Ja, okay. Flo, wie ging's dir? Ja, ich sehe das auch so ähnlich wie Jonas. Gut, ich kannte die Geschichte ja vorher auch schon. Deswegen, ich wusste, dass er stirbt. Ich habe auch eigentlich nur drauf gewartet. Ich fand sie, wie wir schon gesagt haben, ein bisschen lang. Wenn man das Ganze jetzt passend zur Sonnenfinsternis ein bisschen mehr im Dunkeln gelassen hätte, was da wirklich passiert. Dass sie das in dieser weil man muss ja immer bedenken, dass das eine Aussage ist. Wenn sie es nicht so deutlich beschrieben hätte, hätte mir, glaube ich, besser gefallen. Weil wir haben hier kein Krimi, wir haben hier keinen Horrorroman. Es ist eigentlich ein Drama, was wir hier lesen. Mhm. Und dazu fand ich die Szene dann ein bisschen zu lang. Und wie hat euch denn die Sonnenfinsternis an sich gefallen? Wir sind ja jetzt alle in dem Alter, wir haben alle die 99er oder 2000er oder wann es war, die Sonnenfinsternis mitgekriegt. Ja. Hat das mit euch irgendwas gemacht? Weil ich muss sagen, ich habe die ganze Zeit, während ich das gelesen habe, meine Erinnerung so gegengecheckt. Und wir waren damals, das weiß ich noch, in Ungarn und wir haben es ziemlich gut gesehen. Und ich weiß auf jeden Fall noch, dass die Vögel durchgedreht sind. Aber ansonsten fand ich das erstaunlich unspektakulär damals. Ja, das stimmt. Das hat ziemlich wenig ja. viel gemacht. Es war interessant, bei uns war es hinter Wolken. Also wir haben gar nichts gesehen. Für mich war das leider ein Tag wie jeder andere. Ich fand, also die Szene, nicht die Sonnenfinsternis, ich finde, das ist schon eine stimmungsvolle Szene. Und das ist ein stimmungsvolles Gimmick. Aber auch nicht mehr. Ja, genau, das ist aber der Punkt. Ich finde die Szene im Buch stimmungsvoller, als ich weiß, dass sie in der Realität ist. Und das hat es für mich dann im Nachgang wieder kaputt gemacht. Kannst du mir folgen, was ich meine? Ich kann es folgen, aber also ich sehe es nicht so, weil es ist gut beschrieben und deswegen hat es das mich jetzt auch nicht gestört. Auch wenn ich weiß, dass es jetzt nicht ganz so spektakulär vielleicht ist, Da gebe ich ihm die künstlerische Überhöhung. Also da komme ich mit klar. Okay. Die gab es wahrscheinlich, ich habe nicht nachgeguckt, aber ich bin immer davon ausgegangen, dass es diese Sonnenfinsternis wirklich gab und dass Candy erlebt hat. Und deswegen die Idee kam. Also da, ja, wenn das nicht so ist, dann ist es hervorragend geschrieben. Wenn es so ist, dann finde ich es nur okay. Die gab es wirklich der 20. Juli 1963. Da lag Maine von 17.41 Uhr bis 17.45 Uhr in einer totalen Sonnenfinsternis. Deswegen hat das King wahrscheinlich auch geprägt. Okay. Kurz dazu noch, es gab auch im August 2017 in Teilen der USA eine Sonnenfinsternis, eine totale. Passend dazu hat King auf Facebook das Titelbild von Dolores gepostet mit dem Text »Mach das Beste aus der Sonnenfinsternis«. Das finde ich gut. Naja, auf jeden Fall, Jeep ist tot. Und nach einigen Hin und Her und Angst, dass er doch wieder rauskrabbelt und so weiter. Wobei ich auch hier wieder sagen muss, diese Angst von ihr und diese Reaktion darauf, die fand ich schon wieder recht real. Dass sie sich eben für sich selber nie so richtig sicher sein kann. Ist er jetzt hin? Was passiert, wenn ich jetzt hingehe und er ist weg? Das konnte ich dann schon wieder nachvollziehen. Das fand ich dann schon wieder gut. Und sie ruft dann halt die Polizei und so weiter und so fort. Ja, hier, mein Mann ist nach dem Streit abgehauen. Was ich lustig fand, ist, dass sie tatsächlich so lange gebraucht haben, um ihn dann zu finden. Ja, doch, das war schön. Und ich glaube auch, diese Gefühlswelt dann von Dolores, okay, wann finden sie sie endlich? Das, ja, dieses Genervte, das fand ich auch großartig. Genau, es wurde nicht richtig beschrieben, aber ich selbst habe mich dann in Dolores hineinversetzt und dachte, okay, warten, wie geht's aus? Und diese Ungewissheit, finden sie ihn überhaupt? Oder denken sie dann, er ist abgehauen? Oder
wenn er abgehauen ist, kriege ich dann das Geld wieder? Und ja, wie ist das überhaupt? Und das war schön. Ja, und vor allem halt dieser Kommentar, Scheiße, was ist denn, wenn der jetzt als nur vermisst, weil er zum Beispiel ersoffen ist auf dieser Insel oder so, oder er gilt nur als vermisst, dann kriege ich ja das Geld nie. Scheiße, dann muss ich ja auch noch selber so tun, als würde ich ihn gerade gefunden haben. Das fand ich grandios, da habe ich unglaublichen Spaß dran gehabt. Vor allem fragst du dich halt, wie groß kann so eine scheiß Insel sein, dass du da über 2 Wochen oder was es war, nach dem suchen kannst. Oder wie unfähig können die Polizei sein. Mhm. Ja, ist halt auch so, dass du Erwachsene können ja sein, wo sie sein wollen, und dann musst du ja einen Hinweis darauf haben, dass etwas passiert ist, sonst gibt es ja keinen Grund, sie zu suchen. Das hatten wir ja da. Und ich glaube, nach ein paar Jahren kann man sie auch für tot erklären lassen. Ich glaube, in Deutschland sind es 4 oder so. Vielleicht sind in den USA wahrscheinlich 8. Aber es wäre halt lange gewesen für sie. Mhm. Gut. Dann haben wir das. Woran ich auch unglaublich viel Spaß hatte, war dann tatsächlich diese Szene, als der Mordermittler versucht, eben sie zu brechen, beziehungsweise hinter ihre Fassade zu kommen und das aufzuklären. Und wie sie eben ab dem Punkt, als er das erste Mal unterbrochen worden ist von den Polizisten, und wir haben ja gerade schon erwähnt, dass die nicht unbedingt die Fähigsten auf diesem Planeten sind, dass sie ab da wusste, jetzt kann mir eigentlich nichts mehr passieren, weil er jetzt aus dem Konzept ist. Die Szene hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ja, ich fand auch diesen Leichenbeschauer sehr... Den meine ich, genau. Ja, den fand ich gut, weil er hatte ja quasi wirklich herausgefunden, was los war. Und sie kommt trotzdem durch, das war schön. Ja, vor allem, dass sie eben durchkommt, weil der Polizist den Leichenbeschauer plötzlich unterbricht. Von wegen, jetzt hör doch mal auf, die arme Frau zu belästigen. Das fand ich daran so geil. Auf jeden Fall, weil hätte er quasi einfach weitergemacht oder wäre er allein mit ihr gewesen, vielleicht hätte sie sich irgendwie in Widersprüche verstrickt. Und ja, aber wir haben doch schon besprochen, dass dieser Stein auch für sich selbst hätte lösen können. Und ja, doch, das war wirklich, wirklich nett. Wie ging, habt ihr das so verstanden, als gehört der Leichenbeschauer zur Insel, oder ist das auch ein Auswärtiger? Weil wenn das natürlich wieder ein Auswärtiger ist, dann ist das für mich wieder genauso ein Punkt, die Dorfgemeinschaft klärt das untereinander. Also ich habe ihn schon als zur Insel gehörend gelesen. So halt, vielleicht nur als, wie soll ich sagen, vielleicht nicht so im Kern, vielleicht ein Zugereister oder so, der aber für diese Polizei da auf der Insel arbeitet und dazu gehört. So habe ich das, würde ich sagen, gelesen. Ja, also zugereist auf jeden Fall, weil er ist, glaube ich, Schotte oder Ire, also auf jeden Fall Europäer. Aber ich meine, das Ganze wäre sowieso auf dem Festland gewesen. Aber da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Das weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau, nein. Naja, aber auf jeden Fall tolle Szene, egal wie man sie liest, die hat Spaß gemacht. Und nachdem jetzt quasi diese ganze Sache mit der Mordgeschichte an ihrem Mann geklärt ist, es gibt dann zwar, wie gesagt, so ein paar Drohbriefe, beziehungsweise wir wissen, dass du das gemacht hast und so weiter, aber das wird schulterzuckend im Prinzip abgetan. Und verliert sich dann halt auch ganz schnell, sobald der nächste Skandal irgendwie in diesem kleinen Dorf aufs Tableau kommt, sagen wir es mal so. Und jetzt schwenken wir mehr oder weniger mit der Handlung tatsächlich komplett ein zu Vera. Denn sie kriegt eben ihre Demenzanfälle immer schlimmer und so weiter und so fort. Und hier fand ich die Beschreibung der, ja, man kann es ja schwierig sagen, aber demente Menschen können bösartig werden. Das ist einfach ein Fakt. Ja. Ich meine, ich habe da auch Fälle in der eigenen Familie und so weiter und so fort. Das ist schwierig. Und das ist unglaublich schwierig, wenn du noch dazu eine familiäre Bindung tatsächlich hast und als Familie den Menschen pflegst. Aber es ist natürlich auch für alle Außenstehenden, die die Pflege übernehmen, die Hölle, schlicht und ergreifend. Die Leute können dafür nichts dafür, das will ich auch an der Stelle nochmal sagen. Es ist halt einfach zum großen Teil einfach ein Symptom. Was natürlich auch aus der Frustration erwächst, wenn du eben so ein Kontrollmensch warst, wie Werber es war, und auf einmal es nicht mehr kannst.
Ich glaube, das sorgt auch noch mal in der Frustration dafür, dass du noch bösartiger wirst, als du durch die Erkrankung sowieso schon eventuell wirst. Aber diese kleinen Kämpfe, diese kleinen Grabenkämpfe, eben mit dem vollgeschissenen Zimmer und so weiter und so fort, die waren für mich, für die Handlung im Buch relativ irrelevant. Geht halt nur darum, um zu begründen, dass eben unter anderem einmal der Satz gefallen ist, ich bring die Alte um. Und eben auch ein, ich sag mal, ein Motiv zu geben und so weiter. Denn dass da so viel Geld im Spiel ist, war ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht bekannt. Aber hier, wie sich tatsächlich die Beziehung zwischen den beiden immer weiterentwickelt, als Vera immer kränker wird, ich fand ich klasse. Ja, schon. Ich fand vor allem diese Entwicklung recht interessant, weil es ja quasi rückwärts erzählt wurde. Es fing ja an damit, wie sie dann am Ende war. Und dann kam erst nachher heraus, dass sie ja quasi irgendwie mal ein Vertrauensverhältnis zueinander hatten und ja richtig gut miteinander auskamen oder Verbündete waren irgendwie im Geiste. Das fand ich nett, diese Wandlung. Und ich habe mich dann zeitweise auch gefragt, okay, macht sie das jetzt, das ganze Zimmer zu scheißen, weil sie sagt, ja, okay, du bekommst mein ganzes Vermögen, dann arbeite auch dafür. Nee, ich glaube tatsächlich, das ist gar nicht so das Ding. Ich vermute, also meine Vermutung wäre tatsächlich, dass sie das so in den letzten klaren Momenten gemacht hat, dass das relativ zeitnah vor ihrem Tod passiert ist, dass sie das überhaupt hat umschreiben lassen. Aber diese ganze Wohnung vollscheißen und Späße machen und Zeug, das ist tatsächlich eine Sache, die man auch in der Realität wirklich oft erlebt. Also meine Schwester ist Krankenschwester, die hat den Spaß öfter in jeder Hinsicht. Und ich glaube, das ist nicht unbedingt auf die Beziehung, die du zum Patienten hast, gemünzt. Ja gut, ich habe halt jetzt das so gelesen, wie Dolores es geschrieben hat, dass es die klaren Momente waren, wo sich Vera sehr bewusst war, was sie tut und dann nur verwirrt spielt. Ja, das auf jeden Fall, das ist schon richtig, aber diese Boshaftigkeiten, die kommen in den klaren Momenten, aber das, was klar ist, ist tatsächlich nicht die Berechnung von wegen, das tust du jetzt Person XY an, sondern ich bin jetzt klar, deswegen weiß ich, in welcher Situation ich bin, deswegen bin ich frustriert und deswegen lasse ich diese Frustration im Bewusstsein an jemanden aus. Ja, das hat mich auch sehr an Zelda, die Schwester aus Friedhof der Kuscheltiere, erinnert. Ja, richtig. Die wurde sehr ähnlich beschrieben. Okay, gut. Wie steht ihr denn? Flo? Na, ich wollte auch noch sagen, also ich finde diese Beziehung dieser beiden Frauen finde ich sehr gut. Auch wie sie sich entwickelt, nach vorne, nach hinten. Das Problem, das ich hierbei habe, ist wirklich diese nicht chronologische Erzählung. Weil das, für mich ist das nicht so, oh, Twist, das war mal ganz anders, sondern für mich ist das wirklich eher anstrengend. Ja. Ich werde dann nachher noch, glaube ich, noch ein bisschen schimpfen, wie das Buch geschrieben ist, aber hier hätte mir tatsächlich chronologisch erzählte Geschichte besser gefallen. Wie steht ihr? Ja. Jonas? Nee, mach weiter. Wie geht's euch denn? Es wird ja eben beschrieben, dass Vera auch schon während der klaren Tage, aber vor allem eben, als sie dement ist, dann diese Panikattacken oder diese Panikanfälle hat mit den Staubmäusen und den Kabeln und so weiter. Die Kabel habe ich verstanden, weil das ist das, womit sie ihren Mann vielleicht möglicherweise so mit Bremskabel durchgeschnitten oder so. Das habe ich verstanden. Die Staubmäuse habe ich nicht begriffen. Die heißen im Original Dust Bunnies, also Staubhäschen. Und ich glaube gar nicht, dass die irgendwas symbolisieren, dass das eher Geister sind. Oder ich hatte das so gelesen, wie dass das Geister sind aus ihrer Vergangenheit. Dinge, an die sie sich erinnert, die ihr Angst machen. Weil sie jetzt ja im
wieder einen kindlicheren Verstand hat und auch jemanden braucht, der mit ihr schläft und so weiter. Es war für mich sehr nachvollziehbar, aber ich habe dann es nicht überinterpretiert. Ja, naja, was mich halt interessiert, ist halt tatsächlich, dass es Staubdingsy sind, weil es hilft ja, die wegzukehren. Wenn sie Geister sehen würde im eigentlichen Sinne, dann könnte ich diese Demenzerklärung dafür verstehen. Aber weißt du, worauf ich hinaus will? Ich glaube, da ist eine symbolische Ebene dahinter, weil das Wegkehren hilft. Ja. Gedanken wegkehren funktioniert für mich auch. Also ich fand das nicht, es hat mich nicht gestört. Ich habe jetzt auch nicht, ich mochte dieses Bild der Staubmäuse oder der Dust Bunnies. Und ich habe das halt als Geister gelesen oder als Erinnerungsfragmente gelesen, die man zu sagen. Und mehr als vielleicht Dolores ist, als nicht allwissende Erzähler, das ist so halt wie wenn du beim kleinen Kind nach Monstern unterm Bett suchst und musst nur bestätigen, dass kein Monster da sind. So habe ich das verstanden. Dann würde ich hier vielleicht ganz kurz in die Symbolik schon mal einschweifen. Was ich mir vorstellen kann, ist, Vera ist ja in ihrer Normalform, bevor sie die Krankheit hat, eine sehr kontrollierte Frau, die sehr viele Dinge unter ihrer Kontrolle hat. Wie gesagt, das müssen unbedingt 4-Wäscheklammern sein und so weiter. Ich kann mir vorstellen, dass diese Idee mit den Dust Bunnies nur daher kommt, dass es eben ein Kontrollverlust ist, weil sie die nicht mehr selber wegmachen kann. Und ich glaube tatsächlich, die Kabel, diese Assoziation mit den Kabeln kommt von ihrem Mann, durch dieses durchgeschnittene Dingsy. Und die Assoziation mit den Dust Bunnies kommt von Kontrollverlust, weil sie die Kontrolle über ihre Kinder verloren hat, durch diesen Autounfall, beziehungsweise dadurch, dass sie eben diesen Unfall irgendwo verursacht hat, weil sie ihnen überhaupt dieses Auto erstmal gegeben hat. Weil sie ab dem Moment die Situation nicht mehr unter Kontrolle hatte. Und da sie jetzt nicht mehr selber sauber machen kann, beziehungsweise nicht mehr selber die Leute schicken kann, um sauber zu machen, sind die quasi die Manifestation dieses Kontrollverlusts. Das wäre jetzt die einzige Interpretation, die mir eingefallen ist. Ob da was dahinter ist, weiß ich aber nicht. Ich glaube ja eher, dass einfach irgendeine Art Wahnvorstellung da sein sollte und sich King dann irgendwas ausgedacht hat. Ich glaube nicht, dass da noch irgendeine größere Symbolik dahinter steckt. Ja, ich frage mich halt nur, warum ist ausgerechnet diese Art von, weil wie gesagt, wie Sönke schon sagte, wenn sie einfach Geister sehen würde, dann könnte ich das abhaken, als er braucht halt irgendein übersinnliches Erinnerungsgedöns-Dings-Element. Aber warum er dann ausgerechnet diese Staubmäuse gewählt hat, fand ich interessant. Vielleicht hat er unter seinen Schreibtisch geguckt und gedacht, ach ja, das nehme ich. Ja, vielleicht fand er sie einfach nur interessant, das Bild. Also ich finde das Bild sehr interessant. Ich kann aber auch der Interpretation zustimmen. Ich denke auf jeden Fall, also ich hatte das eher im Gefühl bei der Scheißerei, dass das ein Versuch ist, Kontrolle wieder zurückzubekommen. Ja, dass, auf jeden Fall. Dass ihre ihr Pup, dass das ist, was sie unter Kontrolle halten kann, gerade in diesem wachen Moment, und dass sie diese Kontrolle ausübt. Und dass das gar nicht böse gemeint ist, sondern es rein darum geht, ich habe noch etwas Kontrolle über meinen Körper. Die will ich verwenden. Ja, da bin ich bei dir auf jeden Fall. So, und beim Ende des Buches müsst ihr mir jetzt ein kleines bisschen unter die Arme greifen, weil da habe ich dann schon ein kleines bisschen, da wurde dann mir der Monolog ein bisschen zu wirr und zu komisch. Es kommt dann tatsächlich so weit, dass Vera eben wirklich komplett in ihrer Demenz verschwunden ist. Sie hat dann noch ein paar klare Momente, aber die werden immer seltener. Und irgendwann, sie ist halt schon bettlägerig und sitzt im Rollstuhl und so weiter, hat sie eben wieder so eine Panikattacke, sieht diese Staubmäuse und schafft es aus dem Rollstuhl in ihrer Panik aufzustehen und fällt die Treppe runter und bricht sich dabei alle Knochen. Habe ich das so richtig zusammengefasst? Ja, ja. Ja, Dolores ist draußen, hängt die Wäsche auf und sie hat Vera an das Fenster geschoben, sodass Vera ihr zugucken kann. Und dann hat sie ein komisches Gefühl und guckt nach Vera und Vera ist weg. Und dann ist es auch schon passiert. Da muss ich sagen, die ganze Szene fand ich schwierig. Das Ende hat, also der Teil vom Ende hat mir so gar nicht gefallen, weil auch diese Tatsache,
ja, mach's jetzt zu Ende und so weiter, ich halte es nicht mehr aus, das kann ich nachvollziehen. Für mich wäre es logischer gewesen, wäre in ihrem Bett gelegen, hätte so eine Panikattacke gehabt, hätte dadurch zum Beispiel einen Schlaganfall oder einen Herzanfall oder was auch, was weiß ich, gehabt, hätte dann gesagt, mach dem ein Ende, und sie hätte mit dem Kissen in der Hand dagestanden. Denn erstens wäre das theoretisch zumindest wieder spurloser abgegangen, dass sie auf die Idee kommt, sie mit dem Nudelholz totzuschlagen. Finde ich schwierig, weil, weiß nicht. Also, könnt ihr mir folgen? Diese ganze Sache, dass sie aufsteht aus dem Rollstuhl, wegen dieser Panikattacke, dann die Treppe runterfliegt und dann als Sterbehilfe das Nudelholz zum Einsatz kommen soll, weiß ich nicht. Ich glaube, das sind die Pferde mit ihm durchgegangen. Also, wenn man so drüber nachdenkt, wäre das mit dem Kissen, hätte auch geklappt. Ich wollte als Einspruch bringen, dass ja dann der Postbote es hätte nicht sehen können, aber der Totenbeschauer, dem wäre das ja auffallen können. Aber da wäre auch wieder nicht auf der anderen Seite mit dem Tod, dann wäre sie den Druck wahrscheinlich nicht gehabt, die Aussage zu machen. Ja, aber die Aussage hätte sie wahrscheinlich eh machen müssen, alleine durch diesen Gag mit dem Testament. Ich meine, wenn da eh schon so eine potenzielle Skandalgeschichte in der Vergangenheit mit dieser Frau war, dann hätte man da wahrscheinlich sowieso schon mal ein bisschen genauer hingeguckt. Und wir haben ja schon dieses Gespräch geführt, dass eben Dolores einmal in Wut gesagt hätte, Vorzeugen, ich bring die Alte um. Und diese Dinge. Das heißt, diese Kontext hätte Beweis man trotzdem herstellen können. Also im ganz der Postbote, der das sieht, der glaubt, das gesehen zu haben, dass sie da ist mit dem Nudelholz. Und das ist halt mehr ein Indiz, wenn sie erledigt hätte auf ihren eigenen Willen oder gegen ihren eigenen Willen im Bett nach einem Anfall mit einem Kissen. Keine Chance, das vor Gericht durchzubekommen. Ich denke, das wäre als Leser nicht dramatisch genug gewesen. Er wollte so eine dramatische Szene haben mit im Akt erwischt worden. Und deswegen brauchte er das schwere Nudelholz und deswegen brauchte er sie in der Eingangshalle liegen. Also ich denke, das ist, da fiel ihm nichts Besseres ein. Ich glaube, er hat das sehr bewusst gemacht. Weil es ja diese Parallele zu dem Tod von Joe gibt. Joe stürzt in den Brunnen, sie stürzt die Treppe runter. Sie erstickt Joe mit dem Stein auf den Kopf und will das auch mit dem Nudelholz tun. Ja, und stimmt. Sie verliert ja auch den Unterrock, der dreiste Träger, wie das auch bei Joe passiert war. Das beschreibt sie ja auch sehr gut. Also ich glaube, diese Parallelität, auf die hat das angelegt. Okay. Ja, deswegen ist das Nudelholz auf Stein. Genau. Okay, das macht gut. Ja, stimmt, da hast du einen Punkt, auf jeden Fall. Aber mich hat halt gewundert, ich meine, wie gesagt, bei Joe hat sie keine andere Wahl gehabt, als es so zu lösen. Aber dass sie jetzt bei Vera eben quasi den Schritt, weil mit dem Nudelholz würde sie ja so oder so definitiv dumme Fragen kriegen. Verstehst du, was ich meine? Ich finde halt die Denkweise von Dolores an der Stelle, die das ganze Buch über logisch handelt, unlogisch jetzt zu sagen, okay, jetzt bin ich alt, wenn sie mich jetzt verknacken, ist es eh egal oder keine Ahnung, was das sollte. Dass sie dann halt ausgerechnet mit dem Nudelholz da, was ja definitiv aufgefallen wäre, da stand. Ja, also als ich gelesen habe, habe ich gedacht, okay, diese ganze Parallelität ist jetzt dafür da, sie ist mit dem Mord an ihrem Mann durchgekommen. Mhm. Dafür wird sie jetzt wegen Mord verknackt, weil sie ihre Chefin quasi nicht umgebracht hat. Mm. So dachte ich, dass es ausgeht. Finde ich gut. Und sie erzählt es, dass die Parallelitäten, das sind alles Sachen, die müsstest du nicht erzählen. Dass sie ihren Slip verliert, was sie als, dass es ein Steinnudelholz war und diese Sachen hätte sie nicht erzählen müssen, die sind unnötig. Die hat sie erzählt, die hat sie vielleicht auch fabriziert. Ja, ich denke, das ist wegen der Parallelität. Da hast du auf jeden Fall recht, Jonas, das stimmt. Das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, weil ich mich einfach über die Unlogik in ihrem Verhalten aufgeregt habe, aber du hast natürlich recht, das ist auf jeden Fall so. So, wer hat gedacht, dass sie verknackt wird? Ich habe das zum Teil gedacht. Also ich dachte, so ein Verhör kann nicht anders ausgehen. Ich habe es nicht gedacht, aber
Sagen wir so, ich habe auch nicht mit dem Happy End, also mit der Erbschaft gerechnet. Die finde ich tatsächlich sogar auch ein bisschen störend, aber das, ich hatte schon das Gefühl, dass sie damit durchkommt. Ja, dass sie damit durchkommt, das Gefühl hatte ich auch. Ich fand es natürlich trotzdem unlogisch, dass sie damit durchkommt. Beziehungsweise, aber was ich glaube ich noch ganz interessant finde an der ganzen Sache, dass sie während des ganzen Buches immer wieder sagt, da hat sie mir eine schöne Falle gestellt. Dass eben diese ganze Konstruktion mit der Erbschaft und mit dem kannst du mich nicht endlich umbringen, sie empfindet als Falle, als das hat Werber absichtlich gemacht, um mich auflaufen zu lassen. Und dass sie das tatsächlich als ausgleichende Gerechtigkeit sieht, weil sie mit dem Mord an ihrem Mann davongekommen ist. Nicht unbedingt wegen Werber, weil Werber das sie jetzt damit auflaufen lassen will, sondern einfach, ja, für eines von diesen Sachen muss ich ja bestraft werden. Als universelle Gerechtigkeit. Ich bin aber trotzdem tatsächlich davon ausgegangen, dass sie dafür nicht verknappt wird, weil sie dem Universum das Schlippchen geschlagen hat, indem sie jetzt den Mord an ihrem Mann gestanden hat. Sie ist quasi dem Universum zuvorgekommen, mit ihrer, indem sie sich selber der Bestrafung ausgeliefert hat, im Prinzip. Ja, das, damit kann ich leben. Habe ich mir nicht so gedacht, aber ist irgendwie schlüssig. Ja, ich habe nicht verstanden, warum sie nicht für den Mord an ihrem Mann verknackt wurde. Ja, wahrscheinlich ist das Ding so, da gibt's doch in den USA irgend so ein Ding, wenn du für eine Sache einmal freigesprochen oder schuldig gesprochen worden bist, kann das nicht mehr revisiert werden. Das ist korrekt, aber es gab keinen Prozess. Gab's nicht? Aber allein, ich dachte, die Sache mit dem Leichenbeschauer und so weiter war wegen Prozess. Nee, das waren Ermittlungen. Das so, war kein okay. Prozess. Stimmt, ich glaube, es kam nicht zur Anklage. Ich und Mord verjährt nicht. Glaube ich. Also bei uns nicht, in der USA gehe ich auch davon aus, dass er das nicht tut. Ja, ich glaube. Aber weißt du was, es muss eigentlich sein, dass Mord verjährt. So, dann macht es Sinn. Ja, also ich würde sagen, es ist einfach ein Logikloch in der Geschichte. Mhm. Ja, wie gesagt, ich schätze mir halt tatsächlich einfach, wenn du jetzt gesagt hättest, da gab es einen Prozess, sie ist davon freigesprochen worden, weil es angeblich nicht war, dann kann das nicht mehr revidiert werden. Aber wenn das ihr sagt, schöner, das waren nur Ermittlungen, dann ist es schwierig. Ja, wir wollen das jetzt nicht zu doll auswalzen, aber ich denke, wenn es nach deutschem Gesetz geht, könnte man das als Totschlag und nicht als Mord. Mhm. Wahrscheinlich würde es. Also es spricht schon viel für Mord, aber jetzt behaupten wir jetzt einfach durch diese private Krise und durch die all diese anderen Sachen, die es erzählt, würde das dann nicht als Mord gewertet, sondern als Totschlag und Totschlag verjährt. Und es sind ja mindestens 20 Jahre vergangen seitdem. So genau. Könnte ich mir das vorstellen. Aber da wäre halt noch ein Gerichtsprozess gehört eigentlich noch ein Gerichtsprozess am Ende dran. Und der hat es sich gespart, weil es einmal nicht mehr möglich wäre, diesen Gerichtsprozess in der Person erzählt zu bekommen, wie das gesamte Verhör. Und meiner Meinung nach hat King es nicht mit Enden. Ja. Und das gilt hier auch. Und dann wollte er fertig werden, das kann ich auch voll nachvollziehen. Und dann hat er halt den Sack zugemacht. Und im Prinzip, da wir ja hier auch nur diese Aussage hören, spricht ja auch nichts dagegen, dass nachher noch eine Anklage wegen Mord kam an ihrem Mann. Das stimmt. Und nur, dass das in den Zeitungsartikeln nicht aufgewertet wurde, ist schon richtig, ja. Ja, weil auch die juristischen Mühlen, die müssen ja erstmal malen, bis es zur Anklage kommt und so weiter. Ja. Ja, und sie könnte es widerrufen und alle, müssen wir nicht zu Detail kommen. Ich fand noch eine Sache interessant, die Tochter und der älteste Sohn, die haben dann auch eine Geschichte und der jüngste Sohn stirbt so einfach weg. Und das wird so in einem Absatz gehandhabt, das fand ich interessant. Naja, ich glaube, das ist tatsächlich auch wieder der Zeit geschuldet. Wie war das gleich nochmal, dass der Sohn stirbt? War das nicht irgendwas mit Krieg? Vietnam und Zeug? Ja, er stirbt im Krieg. Und sie weint, sie hat es, glaube ich, entfernt, ich weiß gar nicht. Aber sie war bei Vera, glaube ich, mich zu erinnern und hat dann auch nochmal heftig geweint und so. So, und ich glaube tatsächlich, dass das so unter abgehakt läuft und nicht weiter thematisiert wird, ist, glaube ich, wieder so ein Amerika-Ding, weil eben gerade Vietnamkrieg
Auch da wird's wahrscheinlich schwierig, irgendeine Familie zu finden, wo nicht mindestens eine schwere Verwundung oder eben ein Todesfall deswegen zum Kulturgut gehört. Verstehst du? Also, ich glaube, das ist einfach so ein Ding, das wird abgenickt, weil das ist einfach eine historische Tatsache für die. Ja, es kann sein, Autounfall hätte es ja auch sein können. Ich fand nur halt, dass er ihn losgeworden ist, weil er nicht wusste, was er mit dem anfangen soll. Ja, genau. Gut. Habt ihr sonst zum Inhalt noch mal was zu sagen? Ich glaube nicht. Zum Inhalt nicht, nein. Dann würde ich sagen, Flo, schimpfen wir ein bisschen über den Stil. Oh mein Gott, ist das eine Katastrophe. Nein, wir haben ja schon gesagt, das Buch ist, ich weiß nicht, 300, 350 Seiten lang und ist ein Fließtext. Nicht nur ein Fließtext, halt wirklich ein Stream of Conscience, also ein Gedankengang von Dolores, eine Aussage, ein Monolog, ohne Absätze, ohne Kapitel, ohne irgendwas. Eine ewig lange Erzählung. Und ich bin jemand, der gerne denkt, ach, liest du noch ein Kapitelchen? Und so Bücher sind für mich eine Qual, wo ich nicht einfach dann nach dem Kapitel aufhören kann und am nächsten Tag wieder ansetzen kann. Und ich bin auch jedes Mal tatsächlich sehr schlecht wieder reingekommen. Mit dem Akzent haben wir ja schon drüber geredet. Das ging für mich nach einer Zeit, aber auch hier, gerade am Anfang, so immer so 10, 20 Seiten, doch recht störend. Und dann diese Geschichte in dieser Erzählart dann nicht chronologisch erzählt, auch das fand ich sehr anstrengend. Also die Geschichte ist wirklich gut, aber wie er das erzählt, da konnte ich mich überhaupt nicht mit anfreunden. Ich fand das großartig, muss ich sagen. Ich auch. Also dieser Monolog, wie diese Frau ohne Punkt und Komma spricht, so das fand ich schön. Ich habe das, wie gesagt, mir vorlesen lassen und ich habe das in einem Rutsch durchgehört an einem Tag und das war gut. Also ich fand's echt schön. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, aber auch nicht viel länger als einen Tag. Ja, nee, das. Doch, ich hatte meinen Spaß daran, das war halt mal was anderes. Und ja, man wusste die ganze Zeit, okay, diese Frau spricht. Und sie reagiert dann irgendwann mal auf irgendwelche Fragen, die man dann erahnen kann, wie sie gelautet haben und so. Und das war schön, doch. Ging mir ganz genauso. Also auch bei mir, ich habe es gelesen, also nicht gehört, sondern gelesen. Und ich habe es auch innerhalb eines Rutsches durchgelesen. Das heißt, ich habe jetzt nicht wie du, Flo, dazwischen Pausen gehabt, wo ich hätte wieder reinkommen müssen, sondern ich habe halt einfach die 350 Seiten in einem Rutsch weggehauen. Dann ist es, glaube ich, tatsächlich auch einfacher, weil man dann einmal den Ton drin hat und dann kommt man damit auch besser klar. Ich habe mit dem Monolog Stil an sich gar keine Probleme gehabt. Im Gegenteil, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch eben diese Einschübe, wenn sie eben irgendwelche Nachfragen kriegt oder wenn sie um ein Glas Schnaps fragt und so weiter und so fort. Das hat mir unglaublichen Spaß gemacht. Und ich verstehe auch, dass das wahrscheinlich für den Inhalt dieses Buches, weil er eben so persönlich ist, die beste Variante war. Ich kann mir dieses Buch nicht als normalen klassischen Roman vorstellen. Eben mit Erzählstrukturen wechselnder Art zum Beispiel. Nein, also das mit dem Ich-Erzähler, das finde ich auch, also anders hätte das Buch nicht funktioniert. Das finde ich auch wirklich gut. Aber die Chronologie ist das Problem. Die Chronologie und das wirklich dieses ohne Punkt und Komma. Also ich hätte zwischendurch gerne Momente gehabt, wo ich absetzen konnte. Weil normalerweise hätte ich das Buch auch mich am Wochenende hingesetzt und am Stück gelesen, aber dazu hatte ich halt keine Gelegenheit diesmal. Und deswegen ist es mir auch wirklich in dieser Hinsicht negativ aufgefallen. Da gebe ich dir recht. Also wie gesagt, ich glaube, wenn man da Pausen machen muss zwangsweise, dann kommt man da sehr schwer wieder rein. Da bin ich wohl bei dir. Und ja, mit der Chronologie, das ging mir auch auf den Keks. Andererseits reden wir hier von einer Frau, die, ich glaube, 60 irgendwas ist, oder zumindest in der Art. 65, die in einer für sie ja im Prinzip bedrohlichen Situation steht. Und ich kann das nachvollziehen, dass da die Gedanken von Hüxchen auf Stückchen hin und her schwanken und eben keine konsistente Erzählsituation ergeben.
Von daher verstehe ich auch, warum die Chronologie so durcheinander ist, wie sie ist. Ich gebe dir aber recht, das macht es schwierig zu lesen und zu verstehen und noch schwieriger zu verpodcasten. Deswegen hoffe ich, dass wir das ganz gut hingekriegt haben, trotz allem. Aber ich muss sagen, trotzdem habe ich an dem Stil unglaublich viel Spaß gehabt. Jetzt eine Frage, Flo. 2010 kam ja Blockade-Billy raus. Und soweit ich das verstanden habe, ist das wohl in einem ähnlichen Stil. Hast du das gelesen und kamst du damit besser klar? Ich habe es gelesen und es ist, wenn ich mich richtig erinnere, tatsächlich nur eine sehr kurze Novelle. Okay. Ich kann mich jetzt auch nicht mehr genau erinnern. Es ist zwar ein Erzähler, der es so erzählt, ich weiß aber nicht, ob es nicht doch irgendwie Absätze da drin gibt. Mhm. Da kommen wir irgendwann dazu, das weiß ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall glaube ich, dass ich das wirklich in einem Rutsch lesen konnte damals. 100 Seiten oder 150, mehr war das glaube ich gar nicht. Und da hat es mich nicht so gestört, da hatte ich glaube ich andere Probleme. Mhm, okay. Ja, weil das kann ich halt nicht beurteilen, weil das habe ich noch nicht gelesen. Deswegen weiß ich das nicht. Ganz kurz, gut, Jonas, du hast mit dem Spiel noch nicht angefangen, ne? Nee. Wir werden in der nächsten offiziellen Folge, die wahrscheinlich nächstes Jahr dann kommt, über das Spiel reden. Das ist, wie gesagt, so ein bisschen das Schwesternbuch zu dieser Geschichte. Und auch da haben wir, wie ich finde, eine ganz komische Erzählstruktur. Mich würde wirklich interessieren, und da werden wir dann darauf, auf dieses Buch auch nochmal zurückkommen, wie ihr die beiden Erzählstrukturen im Vergleich findet. Denn da muss ich sagen, fand ich die Dolores-Erzählstruktur wesentlich angenehmer. Aber wie gesagt, das berät man dann im Januar in der nächsten offiziellen Folge. Gut. Wollen wir kurz über die Symbolik reden? Rede mal über Symbolik. Ich habe ja gerade schon erwähnt, wie gesagt, wir haben einmal diese ganze Geschichte mit den universelle Gerechtigkeit. Das heißt, wenn sie mit dem einen Mord davongekommen ist, muss sie halt eigentlich jetzt zwangsweise für den zweiten, den sie gar nicht begangen hat, drangekriegt werden. Sie hat meiner Meinung nach oder meiner Interpretation nach eben diese ganze Sache umgangen, indem sie sich jetzt der Bestrafung für den ersten Mord freiwillig ausgeliefert hat, indem sie gestanden hat. Was der Grund ist, weshalb sie für den zweiten Mord dann tatsächlich nicht belangt wird. Das ist das Erste. Das zweite Ding ist, wie gesagt, was ich schon erzählt habe mit den Staubmäusen und den Kabeln, dass das diese Angstelemente sind. Einerseits die Kabel wegen dem Mord am Mann, andererseits eben die Staubmäuse als Symbol für den Kontrollverlust. Ansonsten haben wir natürlich noch die Sonnenfinsternis. Das ist so eine Verdunklungsthematik. Einmal Verdunklung im Leben, also eine unerwartete Änderung, die eigentlich nur einmal in der Lebenszeit auftaucht, wie es eben jetzt bei Dolores mit ihrem Bruch im Leben ist, dadurch der Mann jetzt tot ist. Andererseits natürlich die Verdunklung von Taten, also dass sie jetzt im Schutz dieser Verdunklung den Mord begehen kann. Auch das werden wir, wie gesagt, in Verdunklung von Taten in das Spiel in der genau derselben Situation nochmal erleben. Aber eben auch die Sonnenfinsternis als Symbol für Verdrängung. Eben, dass Vera in dem Moment tatsächlich den Tod ihrer Kinder so effektiv verdrängt hat, dass sie ihn tatsächlich vergessen hat und wirklich glaubt, dass sie in dem Moment wiederkommen könnten. Diese ganze Brunnenschacht-Thematik hat sicherlich auch nochmal so eine mutterschafts-uterale Bedeutung. Glaube ich, müssen wir nicht weiter ausführen. Wie gesagt, einerseits der Schutz der Mutter, die ihre Kinder verteidigt gegen alles. Die Weiblichkeit im Ganzen, die ja hier in diesem Buch eine große Rolle spielt und so weiter. Wie gesagt, ansonsten habe ich für die Symbolik hierfür nicht wirklich viel gefunden. Es ist sicherlich mehr drin, aber zumindest waren das die Sachen, die mir ins Auge gesprungen sind. Ergänzungen? Nicht von meiner Seite. Nein. Okay, dann würde ich sagen, Flo, reden wir kurz über die Querverbindungen. Oh ja, da gibt's einiges. Ich meine, wir haben jetzt das Spiel schon oft genug angesprochen und die nächste reguläre Folge, da gehen wir genauer drauf ein. Da brauchen wir jetzt nicht großartig noch drüber zu reden. Und auch schon erwähnt hatten wir Der Sturm des Jahrhunderts, weil das einfach auch am selben Ort spielt und auch Dolores da erwähnt wird.
Außerdem haben wir das Monstrum und Sauer, die auch beide um diesen See herum spielen. Und was ich ganz lustig finde, wir haben eine Querverbindung zu Schlaflos, denn Dolores erwähnt irgendwann den Namen Atropos. Dann haben wir eine Verbindung zu der Kurzgeschichte Hausentbindung. Da wird diese ganze Sache ja auch öfter mal erwähnt. Und wir haben eine, was heißt eine Verbindung, die Kurzgeschichte Zuneigung, die wir auch demnächst dann in der Sammlung Albträume haben werden, die ist so eine Art Probelauf zu Dolores. Also da gibt es sehr, sehr starke Parallelen zu der Geschichte. Außerdem haben wir eine klare Verbindung zu S, denn Miss Thibodeau, die in Dolores erwähnt wird, war die Lehrerin von Ben Hensko. Und in Dolores hat eben Gerrit Thibodeau, also der Polizist, ein Bild von seiner Mutter, was eben diese besagte Lehrerin ist, an seiner Bürowand. Ansonsten wird natürlich auch Shawshank wieder erwähnt. Das lernen wir ja, wie gesagt, in Pin-Up kennen. Das erfahren oder hören wir in Zeitraffer, in Die Leiche, in Duddits und in einer kleinen Stadt. Und zuletzt haben wir noch, es fällt der Satz, die kleine Stadt unten im Süden des Staates, von der man sich erzählt, dass da niemand lebt. Und das könnte möglicherweise eine Referenz auf Jerusalems Lot sein. Genau. Ich glaube, wir haben jetzt alles. Okay. Dann ja. Lass uns ganz kurz noch über die Verwertungen reden. Genau. Da gibt es nämlich eine recht gute Verfilmung aus dem Jahr 1995. Wieder mit Katie Bates in der Hauptrolle, die auch in Misery die Hauptrolle gespielt hat. Der Film ist chronologischer erzählt, was es ihn einfach wirklich einfacher macht zu folgen. Und es wurde aber gegenüber dem Buch doch hier und da größere Sachen geändert. Ich habe auch ein Zitat aus dem Film, das ich gerne nehmen würde, weil es mir sehr gut gefällt. Nämlich, hey Mrs. Claiborne, haben Sie heute schon wen umgebracht? Noch nicht, aber wenn ich es mir anders überlege, weiß ich genau, mit wem ich anfange. Sehr gut. Hm. Ja, also in dem Film hat zum Beispiel Selena eine viel größere Rolle als im Buch. Sie taucht hier auch als Erwachsene nochmal auf und verteidigt am Ende auch ihre Mutter. Mhm. Also da hat man doch schon einiges geändert. Aber wie gesagt, kann man sich angucken, gehört definitiv zu den besseren King-Verfilmungen. Wie gesagt, mit Casey Bates-Filme sind alle immer nicht schlecht. Da möchte ich kurz was einwerfen. Und zwar diese Verhörsituation, die hat mich sehr erinnert an Der Todmacher. Das ist ein Film, ich glaube mit Götz-George, wo es quasi auch nur immer er und der... Ich weiß gar nicht, ob der Befragende auch im Bild vorkommt, sind und über ihn als Serienkiller spricht, wie er verhört wird. Und das konnte ich mir sehr gut auch vorstellen, das so verfilmen zu können. Quasi ein gefilmter Monolog. Das kann gut sein, wenn es denn gut gemacht wird und der Schauspieler das entsprechend kann. Das, ja, nur als kurzer Einwurf. Mhm, okay. Ja, und dann haben wir ja, wie gesagt, noch Hörbuchversionen. Die gibt's in Deutsch und Englisch, richtig? Hörbuch nur auf Englisch. Hörbuch gibt es nur auf Englisch. Ah, okay. Gelesen von Frances Sternhagen, einer bekannten Schauspielerin, die auch schon in verschiedenen King-Verfilmungen mitgemacht hat. Mhm, okay. Gut. Gut, gut, gut. Dann würde ich sagen, bleibt mir noch euch um eure Zitate zu bitten. Und Jonas, du kannst ja mal in den Chat gucken, weil ich da ja gerade deins geklaut habe. Ja, ein Unfall, sagt sie mit einer klaren Stimme, die sich fast anhörte wie die einer Lehrerin, ist manchmal der beste Freund einer unglücklichen Frau. Besten Dank. Sönke, hast du auch eins? Nein, leider nicht. Okay. Flo, wie sieht's bei dir aus? Nein. Ja gut, aber du hast ja Dates gerade aus dem Film ja gehört. Das geht ja auch gerade noch so. Ich habe auch nur noch einen skurrilen Fakt zu dem Buch. Mhm. Und zwar scheint es so, dass die ursprüngliche deutsche Übersetzung nicht von der komplett überarbeiteten Originalfassung gemacht wurde, sondern von einer vorläufigen Fassung, sodass im Deutschen
wie auch im englischen Originalhörbuch, ein paar andere Vornamen dabei sind. Mhm. Die englische Romanfassung und die Charakterliste auf der Homepage von Stephen King, die stimmen überein. Also da ist irgendwie ein bisschen was durcheinander geraten. Das hat man aber im Deutschen behoben, als im 2011 eine Neuauflage des Romans erschienen ist. Da hat man die Namen dann alle an die englische Romanfassung angeglichen. Das ist witzig. Okay, danke. Ich habe noch zwei Zitate. Aus dämlichen Gründen entstehen dämliche Ehen. Und als letztes, beim Trinken kam die Frau in ihm zum Vorschein. Und für die Frau in Joe war es immer ungefähr so, wie zwei Tage vor einer gotterbärmlichen Springflut von Periode. Ich möchte das gerne sehr unterzeichnen. Gut, gibt's noch irgendwelche Ergänzungen dazu? Wahrscheinlich nicht. Ja. Dann bleibt mir an dieser Stelle abschließend nur noch euch um eure Bewertungen zu bitten. Und lieber Sönke, wir bewerten wie auch schon das letzte Mal von 0 bis 19. 19. Okay. Lieber Flo, wie sieht's bei dir aus? Die Geschichte ist sehr gut. Es ist, es zeigt sich hier mal wieder, dass King, wenn er nicht Horror schreibt, richtig, richtig geile Sachen machen kann. Aber ich komme so schlecht mit der Erzählstruktur klar, dass ich da doch einiges streichen muss. Ich gebe 14 Punkte. Okay, es ist trotzdem besser, als ich erwartet hätte von dir. Ich hatte ursprünglich auch etwas niedriger angesetzt, aber die Diskussion hat dann doch noch ein paar Pluspunkte hervorgebracht. Okay. Ich persönlich würde relativ nah an dir mitgehen. Ich würde 16 Punkte geben. Ich habe tatsächlich, wie gesagt, an dem Buch unglaublich viel Spaß gehabt. Es gab ein paar Momente, wo ich mit den Zähnen geknirscht habe. Aber, und ja, auch die Chronologie zählt zu diesen Punkten. Aber ich verstehe, warum sie so ist, wie sie ist. Ich habe viel Spaß mit dem Buch gehabt. Das Einzige, was eben wirklich schwierig ist, ist die Chronologie und vor allem eben teilweise auch die Erzählstruktur, weil ich verstehen kann, wenn man da einmal raus ist, kommt man nie wieder rein. Deswegen 16 Punkte von mir. Und lieber Jonas, wie siehst du bei dir aus? Ich hatte viel Spaß. Ich fand diesen Monolog sehr, sehr schön. Das hat mir wirklich gefallen. Und auch dieses Abschweifen und auch dieses, ach ja, da war ja noch das und jetzt springe ich dahin. Das hat das alles sehr, ja, sehr realistisch gemacht, wie man, ja, hier halt ein Gespräch mit echten Menschen und das war schön. Ich gebe 18 Punkte. Sehr gut. Dann dürfte das auf jeden Fall für dieses Jahr auch unter den Top 10 sein, von den Bewertungen her. Ja, es ist, was ich jetzt so sehe, auf dem gleichen Stand mit Stark. Okay. Mhm. Gut, bevor wir jetzt den Sack zumachen, habe ich noch eine Frage an euch. Denn dieses Buch ist ja, wie wir schon erwähnt haben, nur mit einem einzigen kleinen übernatürlichen Element gesegnet. Ist es ein Bachmann-Buch oder ist es kein Bachmann-Buch? Keins. Also für mich auf gar keinen Fall. Es ist mit dem Ende viel zu positiv. Richtig. Und vor allem, es ist nicht nur das Ende zu positiv, sondern ich glaube tatsächlich auch, dass die Gesamtsituation für einen Bachmann viel zu wenig trostlos und hoffnungslos ist. Weil eben wir von vornherein eine sehr patente agierende Hauptperson haben, die eben jederzeit zumindest in der Lage ist, Lösungen zu suchen, auch wenn das nicht immer die optimalen Lösungen sind. Aber die Gesamtsituation ist mir nicht hoffnungslos genug für einen Bachmann. Und wir haben halt hier auch keine politische Dimension, wie wir es zum Beispiel bei Bachmann sehr oft haben. Ja, und kein Science Fiction. Also ich finde auch kein Bachmann, trotz dem mehr oder weniger fehlenden Übernatürlichen, das, was da ist, hätte man streichen können. Es fühlte sich nicht so an. Okay. Gut. Ja, also ich finde, das ist wie Sommer, Herbst, Winter und Tod. Also wie Pin-Up. Es kommt für mich am nächsten an Pin-Up ran. Und ich finde es sehr schön, dass nichts Übernatürliches da ist. Mhm. Okay. Gut.
Liebe Hörerschaft, ich danke euch dafür, dass ihr eingeschaltet habt. Wie gesagt, das war für dieses Jahr die letzte reguläre Folge. Wir werden aber noch eine kleine Minifolge machen, vielleicht sogar zwei Minifolgen, inklusive Jahresabschluss. Das werden wir dann sehen, wie wir das aneinander basteln oder wie auch immer. Aber für dieses Jahr waren das jetzt erstmal die letzten richtigen Buchbesprechungen. Flo? Ja, und nächstes Jahr geht's dann weiter. Wir haben ja schon gesagt, mit das Spiel. Und dann auch mit Kurzgeschichten. Es ist jetzt erstmal für einige Zeit wieder relativ gut besucht, unser Podcast. Ihr könnt aber trotzdem auch dann im neuen Jahr wieder mit uns podcasten. Schaut einfach in die Leseliste rein. Da werdet ihr finden, was noch nicht durchgestrichen ist. Das hat noch keinen Gast. Da könnt ihr gerne mitmachen. Und auch wenn es schon irgendwie durchgestrichen ist und ihr trotzdem Lust habt, mit uns zu reden, meldet euch einfach. Ihr braucht nichts weiter. Ihr braucht bloß Teamspeak oder Skype, wobei uns Teamspeak immer lieber ist. Ihr braucht ein Mikrofon oder Headset. Und wenn ihr die Bücher nicht habt, können wir euch die auch zur Verfügung stellen, wenn ihr sie braucht. Ansonsten... Ja, und ich möchte nochmal sagen, wenn ihr nicht unbedingt mit uns sprechen wollt, aber trotzdem eine Meinung zu den Geschichten oder den Büchern habt, schreibt sie uns oder teilt sie uns sonst mit, schickt uns einen Audiokommentar, also wir binden das gerne in die Sendung mit ein. Genau, ansonsten richtige, normale Kommentare könnt ihr auf unserer Webseite nicht hinterlassen. Ihr könnt uns aber jederzeit entweder eine E-Mail schreiben oder eben per Twitter anhauen und wir würden das dann einfach entsprechend an die Folge ranklatschen, dass man das als, was weiß ich, Screenshot oder Volltext oder wie auch immer sieht. Wir haben das mit den Kommentaren deaktivieren nur gemacht, um diversen Datenschutzregelungen gleich den Wind aus den Segeln zu nehmen, damit es da keine Schwierigkeiten gibt. Aber wir danken euch von Herzen dafür, dass ihr euch das auch wieder ein Jahr lang angetan habt. Es macht uns unglaublichen Spaß, dass ihr so mitzieht mit der ganzen Sache und wir freuen uns auf ein neues Jahr mit euch. In diesem Sinne, lieber Jonas, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dabei warst. Sehr gerne, war eine Freude, über dieses Buch zu reden. Ich bedanke mich außerdem beim Sönkes, war großartig mit dir, vielen Dank. Ebenfalls vielen Dank. Und ich bedanke mich natürlich auch beim wundervollen Flo. Es ist schön, dass du dieses Projekt mittlerweile so lange mit mir durchhältst. Es ist mir ein Dings, Dela. Es war wieder sehr schön. In diesem Sinne, liebe Hörerschaft, passt auf euch auf, fallt nicht in irgendwelche Brunnenschächte. Wir hören uns dann zur Jahresabschlussfolge. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Ciao. Tschüss. Ciao.